Ausgangspunkt für die ganze Veranstaltung, dieser Torso von Lüppertz, bezieht sich auf Rilkes Torso des archaischen Apoll. Der Rilke-Sonett-Vers, du musst dein Leben ändern, der Schluss dieses berühmten Sonetts, ist für die 50er Jahre, den Beginn der deutschen Kunstszene nach dem Zweiten Weltkrieg, grundlegend. Alle Abiturienten mussten dazu schreiben, alle Kunstvereine mussten dazu arbeiten. Man ging zur Kunst, ins Theater, in die Musik etc., um zu hören, was es dann hieße, sein Leben ändern zu müssen. Da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Sie sehen diese Faunaugen auf der Oberfläche. Das ist das, was durch den kosmischen Taumel mit diesem Trümmer passiert ist. Das ist ungefähr 500. Sie sehen, Standbein, Spielbein ist schon ausdifferenziert, also 500 vor Christus in Attika, daher archaisch genannt. Und die Antwort auf die Frage, was heißt es denn, sein Leben ändern zu wollen? Was hat man davon, dass man ins Theater geht, ins Kino geht, ins Konzerthaus geht, in die Ausstellung geht? Die wird eben zentral hier in fünf großen Kreisen, so wie das historisch der Fall war, geboten. Dieses Modell des Durchlaufens von Lebensanstrengungen als Läuterungsweg, das ist für die 50er Jahre ganz grundlegend. Man beginnt sich völlig neu zu besinnen auf alte theologische Modelle. Viator mundi, der Mensch ist während seines Lebens ein Wanderer zum Tode, denn wir leben zum Tode. Die Frage heißt, was gibt es angesichts dieser Aussicht dann besonders Großartiges noch zu berücksichtigen? Wenn sowieso alles am Ende im Tode endet, was sollen wir denn überhaupt noch morgens aufstehen? Wieso? Herr Oblomow und andere haben längst bewiesen, es lohnt sich nicht. Man bleibt einfach liegen, bis man im Bett verfault. Aber das ist auch unaushaltbar. Man muss also Gründe haben, Motive haben, weswegen man loslegt. Und um diese Motive ging es nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles in Trümmern, alles in Dutt, alles im Eimer, nichts, was blieb. Und dann beginnt das mit einer Auseinandersetzung nach dem Kriege. Das damalige wichtigste Beispiel für solche Unternehmen, das hieß nämlich, man lernt anschaulich zu denken. Das ist der berühmteste Titel von Rudolf Arnheim. Dieses Werk, neben dem von Georg Köppisch oder Sedelmeyers Verlust der Mitte oder Adornos Streitereien der Aufklärung und autoritäre Persönlichkeit, sind die Leitpublikationen. Macht der Mitte heißt unter anderem auch, dass vom Zentrum des Ausstellungsbaus her sich die ganze Ausstellung erklärt. Also wir beginnen hier im zentralen Hof. Diese achtteilige Arbeit, wie Sie sehen, als Biografie Hanne Darboven 1949 bis 1983 angefertigt, steht programmatisch für das gesamte Konzept der Ausstellung, das heißt für eine der Summen, unter denen die Ausstellung gebaut ist. Das heißt, was hat die Bundesrepublik von 1949 bis 1989 zur absoluten Avantgarde der Weltzivilisation gemacht? Und das ist das Faktum, um das es geht. Hier geht es um den Kern der gesamten Selbstverständigung der Bundesrepublikaner am Beispiel dieser Biografie. Ich bin, sagt Hanne Darboven, eine Person als Künstlerin, die ihren Lebensweg in der Durcharbeitung von Vita Activa und Passiva oder von künstlerischen und allgemein menschlichen Weltzuständen gelebt hat in der Periode, wo wechselseitig Amerikaner und Sowjetrussen um die Dominanz in der Welt kämpften, und zwar mit Atomwaffen. In diesem Riesenkonflikt stand ein Kleinkonflikt Deutschland-BDR, Deutschland-DDR, BRD und DDR. Und ich saß als Künstlerin da und gab Zeugnis dafür, dass ich Kulturgästen, diesen Begriff kennen Sie aus Thomas Manns Zauberberg, da wird sie im Hinblick auf den berühmten Kulturgästenträger eines holländischen Bon Vivant ausgelebt, Kulturgästen, wie sie die Mönche eingeführt haben. Der Mönch lebt sein Leben als Dienst in der Hingabe an Gott oder sein Glauben. Das heißt nach Goethe schwerer Dienste, tägliche Bewahrung. Um 6 Uhr, 4 Uhr aufstehen, 6 Uhr 4 beten, 5 Uhr beten, 7 Uhr beten und so weiter und dazwischen arbeiten. Und arbeiten heißt, Kulturgästen zu vollbringen, wie etwa hier den Schreibgestus. Denn Sie wissen, die Mönche haben sich ungeheuer verdienstvoll gemacht, als sie anfingen, antike Texte zu kopieren. Also sitzt jetzt auch Hanne Darboven da, ihr ganzes Leben lang, sie hat nie etwas anderes gemacht, sitzt da und vollzieht Kulturgästen, wie etwa Schreiben,
erledigt. Schreiben, erledigt. Oder wie Fulieu, das ist ja ein Franzose, der hier jetzt keine Rolle spielt, getan, nicht getan. Sobald es getan ist, abgehakt. Pensum erledigt, Quersummen gezogen, sinnlos irgendwelche Daten addiert, aber als geistige Tätigkeit. Und das wird hier dokumentiert mit einem einzigen Ziel, wie Sie sehen. Es ist eine riesige achtteilige Serie, davon hat sie hunderte gemacht. Diese ist programmatisch für das gesamte zusammenfassende Bild, das die Ausstellung von der Rekonstruktion der bundesrepublikanischen Kunstgeschichte gibt. Nämlich, alles, was ich erreichen wollte, war in Ruhe ein Brötchen mit Butter und Marmelade essen. Da fragt sich ja jeder, was ist denn das für ein Künstlerleben? Das Ziel soll sein, in Ruhe ein Marmeladenbrötchen zu essen. Inzwischen weiß es jeder. Wir haben 1999, also genau vor 10 Jahren, gestern vor 10 Jahren, erklärte die Bundesrepublik, dass sie in das ex-jugoslawische Territorium einmarschiert mit der NATO. Haben wir eine Befragung gemacht und dann haben wir gesagt, liebe Leute, Serben, Bosniaken, Albaner, Mazedonier etc., ihr habt jetzt 10 Jahre um eure kulturelle Identität gekämpft, um eure religiöse und kulturelle Autonomie gekämpft, um eure Nationalstaatlichkeit gekämpft. Das war doch alles großartige Ziele. Also so fantastisch, das ist ja großartig, was ihr da alles geleistet habt. Und ich sage, halt. Wenn wir euch sagen sollen, worum es wirklich geht, nach 10 Jahren Erfahrung, es geht darum, in Ruhe irgendwo sitzen zu können, um sein Butterbrot zu verzehren. Das ist der Höhepunkt der zivilisatorischen Entfaltung. Das wussten die Republikaner in der Bundesrepublik 1946 alle ganz genau. 1949 kam es ins Grundgesetz, werde ich Ihnen noch erklären, wieso. Und das höchste Ziel der Demonstration von etwas wie Autonomieanspruch war die Garantie, dass nichts passiert. Das heißt, nicht wie in Sarajevo nach der Belagerung, man musste sehen, dass man über die Straße kam mit seinen Brötchen. Das war sehr unwahrscheinlich, denn inzwischen wurde schon geschossen. Jeder wusste, dass nicht mehr der souverän ist, der über den Ausnahmezustand diktiert, sondern der ist souverän ist, der den Normalzustand garantiert. Heute kann jeder Vollidiot mit 3 Dynamitstangen in jeder Untergrundbahn den Ausnahmezustand für eine Großstadt sofort erzwingen. Karachi, was sehen Sie heute? Pakistan, jeden Tag dasselbe. Irgendein Idiot mit ein paar Dynamitstangen erzeugt den Ausnahmezustand. Wenn das Herr Carl Schmitt als Souveränitätsdefinition annahm, nämlich souverän ist, wer über den Ausnahmezustand regiert, dann kann man eben nur sagen, Herr Schmitt, Sie haben nie in die Wirklichkeit geguckt. Sie sind ein wohlstandsverwahrloster Nichtdenker. Ja, der hat Märchen erzählt. Hingegen souverän ist, wer den Normalfall garantiert. Und Normalfall heißt die Ereignislosigkeit. Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Also heißt souverän einer Gesellschaft ist derjenige, der garantiert, dass nichts passiert. Und das ist genau das avantgardistische, zivilisatorische Ziel der Bundesrepublik gewesen. Alles, was von 1949 bis 1989 angestrebt war, war, dass nichts passiert. Weder im Sinne einer Propaganda, noch einer kirchlichen Mission, noch einer Weltbeglückung durch Poeten oder sonstige, sondern man saß zu Hause und dachte daran, welche Sensation des Normalen, so hieß die bedeutendste Zeitschrift der 70er Jahre, die Sensation des Normalen ist eigentlich zu feiern gilt. Sie sehen, dass eine Künstlerin wie Hanne Darboven das sogar wortwörtlich auf den großen Nenner gebracht hat, den heute die ganze Welt anerkennt. Also kann man sagen, was man der bundesrepublikanischen Elite was die Elite ihr vorwarf, nämlich Karl-Heinz Bohrer und andere wohlstandsverwahrloste Bürgerkinder, die sagten, was, ihr wollt nicht mal in Falkland kämpfen, ihr habt zu feige, ihr seid nicht Mainzelmännchen deutsch, ihr kriegt den Hintern nicht hoch. Das war genau der Adel der Republik. Genau das. Und diese ganzen idiotischen Künstler, Bohrer, Co. und Grass und Steck und Wese, alles da, oh, das sind Friedensgewinnler, die abstauben wollen. Das ist das ganze Affentheater. Sie müssen sich vorstellen, hier in Berlin gab es ja lauter Friedensgewinnler. Es waren alle Leute, die vom Westen subventioniert wurden. Die saßen hier in Frieden und haben ihre Protesthaltung ausgelebt, anstatt zu genießen Brötchen mit Marmelade. Nein, sie mussten unbedingt zeigen, was sie da alles auf der Pfanne hatten. Und dann kamen sie auf die Idee, während dieser vor 10 Jahren gestarteten Kampagne, Milosevic-Krieg, der letzte, dato gegen Serbien, einen Künstler wegen seiner Radikalität auszuzeichnen. Ich schwöre Ihnen, das ist 1994 passiert und dann wieder, wir verleihen Herrn Castorf diesen Preis wegen seiner Radikalität. Da können Sie nur sagen, wer das sagt, hat von der Realität
wird keine Ahnung. Von Darfur nicht und Sri Lanka nicht, Sri Lanka nicht und von irgendeinem anderen Ort der Weltgeschichte, nicht mal vom Baskenland und auch nicht von Nordirland. Das war aber hier der Stolz von Berlin. Man verlieh einem Künstler Preis wegen Radikalität und schiss sich in die Hosen, weil 600 Kilometer weiter südöstlich die Radikalität wirklich gezeigt wurde. Hier konnte man gemütlich in irgendeiner Kneipe sitzen und groß tönen von Radikalität, weil man ja nicht gezwungen war, die Nase irgendwo hinzuhalten. Aber genau das haben die Bundesrepublikaner verstanden und das ist der Sinn der Verfassungsgarantie, Artikel 79. geworden. Also ist das hier sozusagen die künstlerische Deklaration des Ziels und Waltens, man kann auch sagen, der Werke und Tage des Kollektivs bundesrepublikanischer Bürger seit 1949, was keineswegs heißt Pazifismus, Freiheit und so weiter, sondern es hat gewaltig gegärt, in den Seelen hat es rumort, es gab ununterbrochen Zimmerschlachten, Auseinandersetzungen aller Art, Widerstandsbewegung, Ostermärsche gegen die Wiederbewaffnung und so weiter, bis hin zum NATO-Doppelbeschluss. Es war ja pausenlos was los. Aber das haben diese Friedensgewinnler gerade nicht gesehen, sondern sie warfen den Republikanern vor, dass sie nicht bereit waren für einen neuen Gott, für eine neue Poesie, für eine neue Propaganda, auf irgendeine Weise die Weltgeschichte zu verändern. Platz an der Sonne, ja, oder Vorherrschaft der Arier oder all diesen Scheiß. Es ist ganz logisch, dass die Leute, die Preise wegen Radikalität ausgeben, ihre Biografie als Hitlerjungen begonnen haben. Sie schämten sich alle, ja, von Walter Jens bis Günter Grass und wie man hört, inzwischen eine ganze Reihe anderer, die dann hier das große Wort getönt haben, um zu kompensieren, ja, was sie zwischen vergaßen. So sind sie nämlich auch angetreten mit dem Führer für die Weltherrschaft der Arier. Und dass die Bundesrepublikaner das radikal zwischen 1949 abgelehnt haben und sei es Hölderlin persönlich, der erschienen wäre, das ist Adel der Zivilisation. Das ist das, was hier sich manifestiert. Zweites großes Manifest hier im Innern, Macht der Mitte, das Denken aus der Mitte. Im tatsächlichen Zentrum Lichthof des Gropiusbaues, also ein Arbeitszyklus von Immendorf, der die Stammesgeschichte des künstlerischen Denkens rekonstruiert. Sie sehen, dass das Menschenkörper mit Bonobo-Köpfen und Mimiken sind. Bonobos sind die uns nächststehenden Lebewesen in der Evolutionsgeschichte. Genetisch sind wir mit denen praktisch ununterscheidbar geworden. Was das soziale Leben anbelangt, sind wir ihnen sehr ähnlich, jedenfalls auf der Ebene von Bewusstseinserzeugung, Schmerzempfinden, Antizipation, zukünftige Ereignisse und so weiter, sind wir mit ihnen praktisch identisch. Warum ist die Arbeit hier als zum Zentrum der bundesrepublikanischen Kunstentwicklung von 1949 bis in die Gegenwart gewählt worden? Erstens, Künstler haben seit 600 Jahren den Affen als Assistenztier ihres Metiers gewählt. Gucken Sie sich mal selbst im 18. Jahrhundert noch Hogarth an, wie er sich porträtiert. Da sehen Sie sich die Palette mit einer Line of Grace and Beauty und entsprechend dem Assistenztier Hund und Affe. Also, Nachäffen ist das Metier. Aber Nachäffen hat es in sich. Nur in den 60er Jahren hat man vergessen, was alles an Bedeutung im Nachäffen steckt. Nämlich das Grundprinzip der Orientierung eines Lebewesens auf seine Außenwelt, die ja aus Lebewesen seiner Art, aber auch Lebewesen anderer Art besteht. Also ist die Frage, wie ein individuelles neurophysiologisches System sich auf die Außenwelt beziehen kann. Und die Antwort heißt, und das wussten die Künstler seit 600 Jahren und die Menschheit weiß es seit 1992, geschieht durch eine besondere Klasse von Neuronen, nämlich den Spiegelneuronen, die ausschließlich dafür da sind, über Nachäffen den Anschluss des lebenden Organismus an seine Umwelt, an seinesgleichen, die Spezies, wie an die Allgemeinheit der Lebensbedingungen zu ermöglichen. Es stellte sich also raus, die Künstler haben immer schon gewusst, ihr Metier besteht darin, die natürlichen Impulse der Übertragung dessen, was man wahrnimmt, aber nicht denkt und sieht, das macht das Gehirn. Wir nehmen wahr über die Augen, aber sehen tut das Gehirn. Wir riechen und schmecken und haben alle Sinnesorgane als Medien des Außenweltanknüpfungspunktes, aber realisieren tut es das Gehirn. Das heißt also, das, was wir außerhalb wahrnehmen, zu übertragen auf unser eigenes System. Denken Sie an den Kreissaal. Der junge Vater geht stolz mit, um die Geburt seines Kindes zu erleben. Er ist völlig unverletzt, die Frau gebiert und er fällt in Ohnmacht. Sehr typisch. Sie erleben einen Verkehrsunfall, ein Mensch wird verletzt, Sie sind völlig unverletzt, Ihnen wird schlecht, weil Sie den blutenden Körper sehen. Oder
Sie haben ein Tier oder einen Menschen mit großem, runden Kopf, hoher Stirn, großen Augen, flache Unterpartie. Ob das ein Eisbär ist oder ein Baby, es tritt sofort der Übertragungsimpuls, der artspezifische Auslösermechanismus in Kraft, den wir Kindchenschema nennen. Das heißt, wer das sieht, wird gehemmt, das Kind als Fußball zu missbrauchen. Er wird im Gegenteil angehalten, Brutpflegeinstinkte herauszukehren. Ja, man macht als mafiotischer Gangster, macht man dann Ei-Ei zu dem kleinen Lebewesen, ob es nun Knut ist oder ein Baby. Das heißt, diese artspezifischen Auslösermechanismen können in ihrer Wirkung durch Künstler verstärkt und gebündelt werden. Beispiel, wenn Sie auf dem Park im Gras zwei Leute kopulieren sehen, macht sie das nicht an. Sehen Sie aber Kopulationsdarstellungen, wie das seit antiken Zeiten üblich ist, ein Bild und Text Ihnen vor die Nase gehalten, ergibt es den pornografischen Bildeffekt. Der ist unvermeidlich. Alle Bildeffekte sind pornografisch, das heißt, sie veranlassen den Wahrnehmer zu einer bestimmten Reaktion. Und da sagen die Künstler seit 600 Jahren, aha, wenn wir diese Impulse in der Darstellung bündeln, dann können wir von der Darstellung her beim Betrachter eine irrsinnige Reaktion auslösen. Ja? Selbst dann, wenn der weiß, das ist ja alles nur Mache. Die Künstler haben immer schon gewusst, es gibt eine Schnittstelle für das neurophysiologische System, also ich und dem, was ich da sehe, in der Übertragung, nämlich meine Mimik, der Gesichtsausdruck. Kompliziertes Zusammenspiel von unendlich vielen Muskelgruppen sorgt dafür, dass ich für andere den Ausdruck der jeweiligen Wirksamkeit solcher Impulse auf mich selbst sichtbar mache. Freude oder Trauer oder Aggression und Zorn, Sie wissen, wie wichtig das ist, etwa bei Aggression noch rechtzeitig abhauen zu können. Das ist ja der Sinn dieses mimischen Ausdrucks. Also kommt es darauf an, die mimische Repräsentation, die Schnittstelle zwischen Neurophysiologie, das ist das, was ich als lebendes System darstelle, und den Wirkeinflüssen von außen zusammenzubringen. Also hat der Immendorf unglaubliche Arbeitsleistung erbracht, indem er die Physiognomie, also die Mimik dieser unserer nächsten Verwandten in der Evolutionsreihe darstellt. Man kann auch vermuten, warum das bei Tieren jeweils unterschiedlich stark und intensiv gebildet wird, aber jedenfalls stellt es dar, und zwar so differenziert, dass man aus der Mimik das Prinzip Mimesis rechtfertigen kann. Was wir hier jetzt sehen, ist eine Ansammlung von eigentlich 42 oder 36, je nachdem, Beispielen, die der Immendorf ausbildet für sehr komplexe, bedeutende Situationen, in denen jeder von uns solchen Auswirkungen von Reizen von außen unterliegt, also wie die Gebärdende und so weiter. Aber im Hinblick auf subtile Antworten, die man normalerweise eben nicht von Biologen bekommt, sondern die man eben von Künstlern bekommt. In diesem literarischen Wesen, das da gerade liest, ist in der Außenseite eingepunzt für alle Leute in der Globalisierung, nämlich für alle Leute in der Diaspora. Globalisierung bedeutet, dass wir alle jetzt, wie die Juden früher, jetzt die ganze Menschheit in der Diaspora leben. Wenn wir in der Diaspora leben, heißt in der Fremde. Wir erkennen nicht mehr die Zeichen unserer eigenen Welt, Vaterland, Region etc., sondern wir leben schließlich nur noch in den offenen Räumen der gedanklichen Vorstellungen und so weiter. Und da, sagt er, ist es besonders wichtig, dass wir uns auf diese Schnittstelle zwischen der geistigen Wirkungsmacht des spirituellen, gedanklichen und der Neurophysiologie einstellen. Das wird in vielen Sprachen als Seelenvogel dargestellt. Also wörtlich übersetzt heißt das Antlitz der Seelenvogel. Warum? Weil man im Gesicht des anderen seine Seele lesen kann, also das, was ihn bewegt. Also steht da, wendet euch jetzt, die ihr alle in der Diaspora lebt, den Seelenvögeln zu. Das ist nämlich die einzige verbindliche Konfrontationsebene mit der Welt. Alles ändert sich, alle Bauten, alle Städte, alle Häuser, alle Automodelle, alle Kleidungsstile, alle Einrichtungen, alles ändert sich. Nichts ändert sich aber im Hinblick auf die neue physiologische Schnittstelle für seelische Bewegung. Also das einzig Konstantbleibende in der Weltgeschichte der Evolution der Menschen ist die Physiognomie. Darin das Prinzip Mimesis und darin dann wieder alle nachfolgenden Aspekte, die damit verbunden sind. Herr Reck, da steht in der linken äußeren Seite, der Herr Lüppertz, der es inszeniert hat, hat leider es so gesetzt, dass Sie das nicht lesen können, sondern wissen müssen.
Schön, jetzt fangen wir mal an bei solchen Konstellationen. Alle transkulturell, alle anthropologisch bedingt, nämlich die berühmte Streckbewegung, die Sie alle aus der Sonnenanbeterei kennen. Ja? Der Herr Vogler zeigt in der Lebensreformkolonie in Worpswede, wie man morgendlich sich der Sonne entgegenstreckt. Und heute wird im Schulunterricht der Steinerianer noch jeden Morgen das gesamte Programm durchgemacht, mit dem man einen neurophysiologischen Ausdruck für etwas Geistiges, gemeint ist begrifflich, also Gott und die Ewigkeit und Lebensfreude oder was auch immer, empfängt. Hier ist es natürlich die Friedenstraube, hier ist es der Heilige Geist oder hier ist es eben der Totenvogel. Jedenfalls ist es bewiesen, dass alle Menschen von Anfang an sich strecken, wenn es um die Annäherung an etwas gibt, was man als die Macht des Schicksals, die Götter, die oder was immer auch. Also den Ausdruck der seelischen Kraft, das heißt, es ist eine Art, der Körper ist eine Art Startrampe für die Seele. Ja? Man macht sich bereit und dann geht's los. Hier sehen Sie das für die allgemeine Situation in der Tätigkeit des Menschen. Er schafft etwas und muss es dann mit dem Finger Gottes animieren. Bei Michelangelo sehen Sie, wie Gott Vater seinen Finger auf den des geschaffenen Adam setzt. Dann wird Anima lateinisch beseelt, dann wird beseelt, die Funken fliegen und die Lokomotive oder das Automobil, Autos Mobil, ist also aus sich heraus lebendig geworden. Es kann sich nur noch nicht selbst genetisch reduplizieren, aber sonst erfüllt es schon die Begriffe des Lebens. Ja? Das ist der Moment, in dem Gott die Lokomotiven und die Autos fahren lässt. Das ist aber die Evolution in uns. Das heißt, die Evolution macht alle diese Effekte. Und wir, wie die Bonobos, als Bestandteil der Evolution, erzeugen diesen Effekt. Achten Sie bitte auf die Physiognomie, achten Sie auf die Mimesis, achten Sie also auf das, was da als Wirkkraft durchgesetzt wird. Diese ist ganz außerordentlich bedeutsam, weil, wie Sie ja sehen, der Moment gemeint ist, in dem jeder von uns versucht, sich anderen Menschen anzunähern, also den Seelenvogel zu begegnen. Das ist höchst riskant. Sie sagen, ja gut, wenn ich mit Geschenken komme, von wegen. Die Römer haben gesagt, prinzipiell misstraut allen Leuten, die Geschenke bringen. Ja? Timeo, Danaos und Dona Ferentes. Das heißt, gerade die, die euch mit Geschenken kommen, Vorsicht. Erstens können Waffen drin sein, zweitens können die euch für erpressbar halten, drittens muten sie euch zu, in ein Verhältnis einzutreten, das ihr gar nicht wollt. Sie vergewaltigen euch sozusagen zur Freundlichkeit und das gibt immer Konflikte. Dann sagt ihr, ja, dein Blumenstrauß weg. Also bis in die 60er Jahre, ich habe ja diese ganze Geschichte begleitet seit 1952, da war ich 16 und fing hier in Berlin an, mit den Künstlern zu diskutieren. Ich bin so eine Art Dinosaurier, der hier aus dem Status der Todesstarre erweckt wurde und als Bestandteil der Ausstellung auf sie losgelassen wird. Darf man so mal tippen. Und da wusste man noch bis in die 60er Jahre, wenn man jemanden besuchte, musste man im Katalog der Fleurop nachgucken. Welche Blumen sind angemessen für welchen Besuch? Bei einer verheirateten jungen Frau auf keinen Fall rote Rosen. Ja? Sonst schlägt ihnen der Gatte mit den roten Rosen gleich das um die Ohren und sie fliegen raus. Aber auch keine Nelken, denn das ist kleinbürgerlich und darf nur Damen über 60 überreicht werden. Und Primeltöpfchen und so fort. Das war alles kodifiziert, weil alle wussten, wie riskant es ist, sich anderen Menschen anzunähern. Und das größte Risiko empfinden sie heute noch, sie geben jemandem die Hand. Das ist alles andere als freundlich und harmlos. Das ist die Fesselung der Hand, mit der er ihnen wehtun könnte oder sie ermorden könnte. Ja? Das heißt, sie halten die Kampfhand fest und sind sicher während der Begehung, jetzt kann er nicht zustoßen. Mit links ist er behindert und außerdem haben sie von links, das sehen Sie, in der Diagonale eine viel größere Kraft, da können sie sofort eingreifen. Wenn das feststeht, können sie sofort alles festhalten. Und wenn sie dann so kommen und sagen, ach, was bist du freundlich und klopfen an ihm rum, dann wollen sie sehen, ob er Waffen unter der Kleidung hat. Ja? Das ist der Sinn der schönen Begrüßung. So geht das rundum mit allen sozialen Aktivitäten. Daraufhin kamen die Leute 550 vor Christus, wie da oben zu sehen ist, auf die Idee zu sagen, keine Geschenke, keine Gelder, keine Bestechung, keine Macht, keine Waffen, sondern Distanz. Und Distanz wird nur durch das Wort überbrückt. Die Leute können nicht sagen, ich will sie vergewaltigen, sie stehen ja da 6 Meter entfernt, ich stehe hier. Und jetzt gelingt es mir nur durch Worte, die empathisch-sympathische Wirkung, wie im Kreissaal, wie bei Pornografie, wie beim Kindchenschema, aufzurufen,
so dass die Leute, obwohl ich ihnen materiell, physisch gar nichts entgegensetze, nur in der Erinnerung anspreche. Stellt euch vor, wie die Russen beim Einmarsch in Ostpreußen 50 Frauen geschlachtet haben. Ja, und dann geht's los. Oh, dann, ja. Daraufhin haben die Philosophen gesagt, das ist ja grauenvoll. Das waren die Sophisten, die Rhetoren, die also zeigten, welchen unglaublichen Effekt es macht, antizipieren, also geistig vorwegzunehmen, was wirksam wird, der Tod des Vaters, der Untergang des National und so weiter und so weiter. Und dass man damit noch viel effektiver sein kann als mit realem Geld, realen Blumen, realen Waffen und so fort. Damit war es kein Halten mehr. Die nächste Stufe war die Entdeckung dieses Schemas. Das ist das Logo des Theaters. Sie kennen das aus dem Märchen, die sprechenden Pferde, die sprechenden Tiere. Silvester geht der Bauer heute noch in den Stall, um seine Tiere sprechen zu hören. Es ist das Prinzip der Inszenierung. Das wissen Sie von Shakespeare her, der sagte, komisch, zu uns sprechen die Könige ja gar nicht. Wir reden von Königen, von historischen Prozessen. Wir tun so, als ob die Weltgeschichte in irgendwelchen Aktionen vor uns, was sehen wir gar nichts. Und wenn Sie mal einen Kanzler auf der Straße sehen, Herrn Gerhard Schröder, so groß, so mickrig, da denken Sie, na Kumpel, komm, kriegst du Bockwurst gestiftet. Ja? Das ist alles, das hat der Shakespeare entdeckt und hat gesagt, wo ist denn die Geschichte? Denn wenn sich der Königin begegne, dachte ich, na nu, so ein einfaches Mädchen, arme Puppe. Ja? Da hat sie gesagt, aha, die Königin entsteht erst auf der Bühne. Das heißt, erst wenn ich Shakespeare, jemanden als Schauspieler, einen König spielen lasse, dann gibt es ihn. Denn wie wir empirisch beweisen können, auf der Straße würde niemand einen König von einem Nichtkönig unterscheiden können. Ja, das ist ein späterer Beweis gewesen. Klassenfotos, Adolf Hitler. Und dann sehen Sie dieser ganz bescheidene Junge da hinten. Da sieht man schon den späteren Adolf Hitler. Warum? Weil er sich versteckt hält. Nein, dieser junge Mann, der so auffällig dasteht, das ist der spätere Adolf. Warum? Er zeigt schon in der Klasse Dominanzverhalten. So geht das hin und her. Sie kennen diese Untersuchungen. Und darauf hat man gesagt, erst wenn die Effekte, die sympathisch-empathische Übertragungseffekte, Kindchenschema, Pornografieschema, Wirkungsschema, wenn die künstlich optimiert dargestellt, dann kann man mit ihnen hantieren. Da weiß man, was gemeint ist. Also hat der das Königreich auf die Bühne gestellt. Alle wussten, es ist Theater, gingen aber hin, um genau den Effekt der Übertragung von dem Geschehen auf der Bühne auf sich selbst zu haben. Reine Empathie, also reine Sympathie oder Empathie. Wenn der auf der Bühne sagt, ach, ich hörte Sie, dann kann es ja nur empathisch sein, weil das, worauf er sich bezieht, nicht zu sehen ist. Das ist also Empathie. Wenn aber die Leiche da liegt oder die Frau mit der nackten Brust da ist, dann ist es sympathisch, weil parallel zu dem, was Sie sehen, er auch sieht. Ja? Das ist also sympathische Übertragung oder empathische Übertragung. Das ist das Schema und hier bei Immendorf wunderbar gedacht. Wir haben das ja während der Entstehungsperiode dauernd diskutiert, nämlich der wildeste Rabauke, der ablehnte, solche Wirkungsmechanismen zu akzeptieren, war Friedrich Nietzsche. Der hat die christliche Nächstenliebe, also empathisches Mitleiden und so weiter, hat der bis in Grund und Boden lächerlich gemacht. Und er hat das Konzept des harten Übermenschen und des rationalen Zwanges, der Unvermeidlichkeit und so fort. Dieser Nietzsche steht in Turin vor einem Café und sieht, wie auf der Straße ein alter Droschkengaul, der schon fast verhungert ist, von seinem Besitzer durch die Stadt geprügelt wird, damit er einen Wagen zieht. Da fühlt sich der Herr Nietzsche gezwungen, an die Stelle des Gaules zu springen, ihn zu umarmen und selber den Karren wegzuziehen. Das war der Beweis. Da sehen Sie den Droschkengaul, dem Nietzsche seine Demonstration verdankt. Das heißt, selbst wenn ein ganz kühler, zynischer Rationalist sich auf so etwas einlässt, ist die Macht der empathisch-sympathischen Übertragungsenergie so stark, dass es selbst dann überwältigt. Hier ist ein berühmtes Ereignis, das hat Eibelsfeld gefilmt, andere Verhaltensbiologen auch. Man hat sogar Makaken, die sind ja Menschenaffen, also Meerkatzen genommen, Makaken und andere, also Halbaffen, und hat beobachtet, wie sie lernen. Und da ist etwas komplett gefilmt worden, die Affen graben ihre Nahrungsmittel aus, in diesem Fall eine Kartoffel. Tragen sie auf dem Arm. Da kommt ein Feind auf, sie rennen auf die Bäume. Dabei verlieren sie einen Teil der Beute. Die sichersten Bäume sind die, die über Wasserflächen ragen. Da diese Makaken am Meer lebten, fielen die Kartoffeln also ins Salzwasser des Meeres. Als die Makaken runterstiegen, um die verlorenen Kartoffeln wieder aufzusammeln, waren die Hände schon voll. Sie mussten sie also in die Maultaschen stecken, um sie wegzutragen. Dabei bemerkte der erste Makake, Moment,
Kartoffeln mit Salz, das schmeckt viel besser. Hat die sofort rausgelegt, gewaschen und von da ab in 4 Monaten konnte jedes Mitglied der Affensozietät selber nachvollziehen, dass Kartoffeln nur noch mit Meersalz gewaschen gegessen werden sollen, weil sie einfach besser schmecken. In 4 Monaten, so effektiv war das. In Amerika gab es 1990 riesige Kommissionen, wie Neil Postman berichtet, die sollten sich überlegen, wie man der amerikanischen Menschheit Computer zu nutzen beibringen könnte. Denn man hat sich als Theoretiker damit beschäftigt, was jetzt nur so Spitzen der Gesellschaft und Wissenschaft können, wie soll das dem armen Volk, aber die Volkswirtschaft verlangt danach, wie machen wir das? Bevor die mit ihren Überlegungen fertig waren, wie man der Bevölkerung diese unglaubliche Zumutung beibringen könnte, Computer zu nutzen, hatten es alle längst verstanden. Es wurde nie gelehrt, es wurde keinem gezeigt, es wurde einfach nachgemacht. Das heißt, in ganz kurzer Zeit, mehr als 18 Monaten, sagt man im Durchschnitt, hat die gesamte amerikanische Society gelernt, wie man mit PCs umgeht, ohne dass irgendjemand ihnen das erklärt hätte. Da gibt es auch nichts zu erklären und zu verstehen, da gibt es nur zu kommunizieren und das wesentliche Charakteristikum der Kommunikation ist das Nachmachen. In den Großsozietäten heißt es, mach, was dein Nachbar macht, das ist alles. Dadurch kriegt das Kollektiv eine unglaubliche Intelligenz. Bei uns ist es ja umgekehrt, wir sind individuell ungeheuer intelligent, aber das Kollektiv sehr dumm, siehe Ökodebatte. Ja? Jeder weiß genau die Probleme, alle zusammen sind aber völlig zu blöd, um etwas zu unternehmen. Und dann ist die Frage, wie kommt es zu einer solchen Ausdifferenzierung? Das ist das Beispiel der Nachahmung. Lernen als effektivste Form der Orientierung einer gesamten Population an einem zufällig entdeckten Gegenstand. Hier sind weitere solche zentralen Übertragungsmechanismen zu sehen. Die wichtigste ist diese hier. Man muss lernen, wenn einem etwas gezeigt wird, nicht das Zeigeinstrument zu sehen, sondern das, worauf es verweist. Also die Zeigeeinrichtung heißt Monstranz. Das ist ein Bild, ein Text, wir werden es gleich sehen. Ein Plakat, da steht drauf, 6% mehr. Es ist eine Monstranz und dann die Demonstranz der Leute hinterher, die sagen, jawohl, wir bekunden, das ist ja, der Knöchel des Heiligen oder was immer. Man muss also lernen, aus dieser Geste darauf zu schließen, dass nicht der Zeigegegenstand, die Monstranz selber gesehen werden soll, sondern das, worauf sie verweist. Bei Hunden kann man genau sagen, wie lange dauert es, bis ein Hund gelernt hat, dass wenn das Herrchen so macht, der Hund nicht dahin guckt, auf das Zeigegerät, sondern dahin, wo er hinweist. Das ist bei Vögeln schon beobachtet worden. Jungtiere bei den Vögeln müssen von den Eltern lernen, aufgrund genetischer Disposition dazustehen und auf etwas zu warten, was noch nicht da ist, nämlich der Wurm. Und sie müssen lernen, nicht nur einen Wurm, der da ist, jetzt richtig aufzupicken, das müssen sie nämlich auch alles durch Nachahmen von den Eltern lernen, sondern sogar auf das hin zu reagieren, was noch nicht sichtbar ist, nämlich der Wurm, der erscheinen wird, wenn sie sich jetzt ruhig verhalten. Also muss das Vogelkind lernen anhand des Verhaltens der Mutter durch reines Nachmachen, Parallelaktion nennt man sowas, ja, neurophysiologische parallele Prozedierung, muss das lernen, auf etwas zu reagieren, was gar nicht da ist. Und das ist dieser Intentionalgestus, die Götter, die Vergangenheit, die Ancestor, die Vorfahren und was es da so alles gibt. So lernt man das ganze Leben als Kontingent zu empfinden. Das ist das Schema Fortuna von den Römern. Sie wissen, wie Dürer das noch darstellt. Eine nackte Frau mit Halfter, Stundenglas, balancierend auf einer großen Kugel. Das ganze Leben ist ein Glücksspiel. Aber man kann sich leider nirgends beschweren, dass alles ja nur Glücksfall ist, Zufall, also mit anderen Worten ist, sondern muss lernen, mit dem Zufall umzugehen. Deswegen lernte man den Kindern bei, zu kapieren, dass es ihre Geschicklichkeit ist, auf die Zufälle zu reagieren. Im Zirkus wurde gezeigt, wie Elefanten auf Kugeln laufen oder Eisbären oder was auch immer. So unglaublich wichtig war es zu kapieren, was die Soziologie und die Psychologie heute mit dem Begriff Kontingenz ausdrückt. Alles ist zufällig entstanden und kann doch nicht geändert werden. So, jetzt gibt es eine ganze Reihe. Also den wichtigsten sehen wir nochmal hier. Was für eine Auslösersituation ist das? Ziemlich gut erkennbar. Der hat nämlich im Rücken ein Partyglas. Das heißt, er wird an der Party, an der informellen Situation angesprochen, sich in irgendeiner Hinsicht festzulegen, zu rechtfertigen. Sie sehen, wie der Rechtfertigungspflicht oder Antwortpflicht entgeht.
Auf einer Party erwartet man nämlich nicht, dass man zu heiligen Dingen angesprochen wird und festgelegt wird. Ja? Dazu ist eine Party gerade nicht da. Das ist Gossip, das ist allgemeines Gequatsche, aber ohne jede Verbindlichkeit. Wenn einer das missversteht und plötzlich glaubt, er wird ernstlich herausgefordert, jetzt was Tiefsinniges zu sagen, fliegt er raus. Ja? Das heißt, es ist die Situation, in der jemand etwas völlig missversteht, da sehen Sie das Partyglas hinter seinem kleinen Wurmfortsatz als Steißbein, der klar macht, ich habe mich jetzt vollständig verrannt. Ich soll jetzt etwas rechtfertigen, bin aber gar nicht darauf vorbereitet. Es ist ja hier nur Gossip, ist ja alles nur Geschwätz. Wieso verlangt jetzt plötzlich einer mitten in der Party, dass ich ernsthaft jetzt erkläre, sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich für ein künstlerisches Konzept? Ja? Dann kommt dieser Ausdruck zustande. Halb schon aggressiv, schon eine Reaktion zum Davonlaufen, andererseits beschämt, dritterseits doch noch nicht so ganz sicher, ob man das überhaupt hinkriegt, ob das nicht ganz unzureichend bleibt. Wunderbar gemacht. Also Prinzip Mimesis, Spiegelungsprinzip wird rehabilitiert durch die Spiegelneuronen, das Wechselverhältnis zwischen lebendem Organismus und seiner Umwelt, die auch wieder aus anderen lebenden Organismen, vor allem seiner Art besteht, oder seiner Spezies besteht, wird zu einem fundamentalen Prinzip, nämlich Lernen gesteigert. Lernen heißt üben, 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 nämlich nachmachen. Jetzt hat Peter Sloterdijk gerade einen Band, der an der Stele anknüpft da vorne, du sollst dein Leben ändern, ja, Rilke-Vers. Ja, du musst dein Leben ändern, bis hin zu dem Prinzip üben. Mit anderen Worten, wir haben da den Beginn des archaischen Torso von Apoll, du musst dein Leben ändern. Bis hierhin, wie machst du das? Das war die Antwort, die die Bundesrepublikaner bekommen haben. Üben, üben, üben. Heute weiß man, in der Bodega in Florenz haben die jungen Schüler gelernt, mit 14 bis 15 Farben anzureiben, Bier zu holen, da Bier nicht, aber Getränke zu holen und sonstiges. Mit 15 fingen sie an. 160 Takte für eine einfache Zeichnung aus drei Figuren. 760 für eine leichte Bilddarstellung, als heute würde man sagen Aquarell. Ungefähr 1600 für ein normales Gemälde. Wenn Sie 1600 Mal das nachgemacht hatten, konnten Sie garantiert eigenständig so etwas auch produzieren. Und das ist der Sinn. Da sehen Sie, wie der junge Mann von seinem Elterntier angeleitet, gerade zum Ausdruck gibt, Papa, Hände weg, jetzt kann ich selber. Sie sehen, wie das Jungtier, und das gilt überall, wie das Jungtier mit einem fast, kann man sagen, autokratischen Diktat sagt, Packer, Hände weg, jetzt kann ich alleine gehen und stehen, ja? Wie beim Fahrradfahren, Schwimmen etc. Das ist der Moment, in dem das Nachmachen als Übung in die Selbstständigkeit überführt wird. Der Elternteil hält noch gar die Hand her, ist noch ein bisschen Zweifel, ob es auch geht, aber das Jungtier hat physiognomisch einwandfrei deklariert, Hände weg, ich bin jetzt selbstständig. Das ist genau das Schema, um das es geht. Raum 1, Sie sehen an den unteren Leisten jeweils die Angaben zu den Jahreszahlen, auf die sich bestimmte Auseinandersetzungen beziehen. Es beginnt mit der frühesten Formation nach dem Kriege, nämlich der Konfrontation von Karl Hofer und Willy Baumeister. Die Amerikaner hatten 1946 Karl Hofer, einen unter den Nazis als entarteten stigmatisierten Künstler, mit Berufsverbot verlegt, als entartet stigmatisiert und setzten ihn deswegen, unter anderem war er eben auch ein bedeutender Künstler, Maler, als neuen Chef der Berliner Kunstakademie ein. Die Amerikaner waren höchst erstaunt, dass dieser von ihnen jetzt nach der Befreiung eingesetzte Karl Hofer nichts Besseres zu tun hatte, als sofort die Kampagne um die entartete Kunst fortzusetzen. Die Amerikaner fragten sich, warum haben wir euch eigentlich befreit, wenn derselbe Schwachsinn, den wir für nationalsozialistisch hielten, jetzt fortgesetzt wird. Wieso, Herr Hofer, nennen Sie Herrn Willy Baumeister einen ebenfalls entarteten und ebenfalls mit Berufsverbot und ebenfalls nur zufällig überlebt habenden in der Wuppertaler Lackfabrik von Herberts überlebt habenden Künstler einen entarteten und schmeißen ihn aus der Akademie? Dann sagte der Herr Hofer, na, weil es längst um ganz was anderes geht, die Nazis haben keinerlei Ideologien, keine Kunsttheorien, keine künstlerischen Dogmatiken entwickelt. Die haben nur das, was als aktuelle Auseinandersetzung ohnehin lief, für ihre Zwecke benutzt. Und die Kampagne Entartete Kunst hat mit den Nazis überhaupt nichts zu tun, außer dass Goebbels da aufgeritten ist.
die läuft bei uns seit 1892, worauf die Amerikaner sagten, wieso, was ist denn das? Kampagne läuft. Ja, 1892 hat ein jüdischer Intellektueller, sehen Sie mal, das muss doch was Ernsthaftes sein, das ist ein jüdischer Intellektueller, der hieß Südfeld und hat sich aus seiner Germanenleidenschaft heraus Nordau genannt, ja, von Südfeld in Nordau umgenordet. Der hat 1892 die Kampagne gegen die entartete Kunst entwickelt. Es kann also gar nichts mit Nazis zu tun haben. Ja, was hat denn der nun behauptet, der Herr? Was war denn die große Kampagne, in der Sie jetzt sich berechtigt fühlen, als gerade befreiter Künstler, der bisher unter Entartungsvorwurf gelitten hat, Ihren Kollegen, der ebenfalls Verbuchsverbot hat, zu entlassen, als Akademiemitglied zu schwehen? Und da enthüllte sich natürlich der Grundkonflikt, um den es geht, nämlich die Vorwürfe der Entartung galten von der Position der Kulturalisten aus. Das heißt, Muttersprache, ethnische Prägung, jede Art von glaubensgemeinschaftliche oder sonstige bekennergemeinschaftliche Prägung eines Menschen, von Natur aus also kulturell geprägt zu sein, stellt die Frage, jedermanns kulturelle Prägung stellt die Frage, ob sich auch Wissenschaftler und Künstler unter die Oberhoheit des kulturalen Arguments, ja, wir, sie, Freund, Feind etc. zu stellen hätten oder nicht. Denn die Künstler behaupteten seit 600 Jahren, wir sind als Künstler nicht mehr abhängig von der kulturellen Legitimation. Wer Chemiker ist, macht Chemie auf die gleiche Weise, wenn er Jude oder Christ oder Engländer oder Moslem ist, denn er betreibt Chemie und nicht eine jüdische Chemie, was man doch im Dritten Reich behauptet hat. Der Begriff verjudete Physik war ganz üblich, aber nicht von Nazis erfunden, sondern von einem Nobelpreisträger für Experimentalphysik namens Lennart. Es ging also um die Grundsatzfrage, müssen auch Wissenschaftler und Künstler, die keine kulturelle Legitimation anerkennen, außer Autorität durch Autorschaft, das heißt, jeder ist etwas, soweit er Autor ist, müssen auch die anerkennen, dass der geistliche Führer, der weltliche Führer, der Familienvater, der Papst, die gewählten Repräsentanten der Kultur, ihnen als Verhüter der Tradition und der Sitten und der Anstände etc. etwas zu sagen haben. Also eine Zensur ausüben können über zugelassen, nicht zugelassen, gewünscht, nicht gewünscht. Und das war der Konflikt. Karl Hofer stand auf der Seite der Kulturalisten, der natürlich meinte, da alle Menschen kulturell geprägt sind, müssen sie diese Prägung auch unmittelbar durchhalten. Und die muss sich in ihren Werken ausdrücken. Jenseits aller individuellen Erfahrungen, das Primäre ist die kulturelle Prägung. Und die anderen sagten, nein, als Wissenschaftler und Künstler argumentieren wir nicht mehr kulturell, sondern zivilisatorisch. Das heißt, wir anerkennen nur Autoritäten durch Autorschaft, sonst durch nichts. Ja, das war der Konflikt. Hinzu kam, dass der Hofer, dessen damaliges Werkschaften in diesen drei Bildern zusammengefasst ist, meinte, man könne nicht einfach simpel eine kulturelle Legitimation durchsetzen im Sinne von einer Dogmatik, sondern müsse das als eine kämpferische Auseinandersetzung verstehen, wie er zum Beispiel hier zeigt, ein Bild, das ich privat gemalt habe, sagt er, noch in der Nazizeit, nämlich 1944, zeigt, auf welche Weise man selbst gegen die eigene kulturelle Prägung eine Behauptung des Anspruchs auf Gerechtigkeit, auf Wahrheit etc. vertreten muss. Zum Beispiel, ich habe meiner damaligen germanischen Frühlingsdarstellung ein Westchen angezogen, das hat schwarz-rot-goldene Farben. Schwarz-rot-gold sind die Farben der Republik, sind die Farben von 48. Also zeige ich in der Nazizeit, wo schwarz-weiß-rot die dominanten Farben waren, dass ich auf der Seite der Republik bin. Ja? Obwohl es kulturalistisches Argument ist, wir haben uns zu bekennen. Ja? Das war die Argumentation. Und wozu haben wir uns zu bekennen? Hier zu der Einsicht, dass alles, was wir erleben, nicht in dem einsinnigen, naiven Verständnis aufgeht, dass wir den Dingen beibringen. Die Sprache ist immer schon klüger, als sie sprechen. Die Kultur ist immer schon umfassender, als jedes Individuum kann und so weiter und so weiter. Sie sehen hier, wie er das meint. Jemand sitzt am Strand, wie die Berliner auf ihren Betonplatten gesessen haben. Da war eine kleine Pfütze und schon saß der Berliner da mit Bikini und ließ sich braten. Ja, das war sein Ausflug, 46, 47 war das ganz üblich. Man liegt also irgendwo in der Natur Mord, also in der absterbenden Natur, alles sozusagen nur noch Strandgut und erlebt jetzt aus dieser vermeintlich naiven Situation des Strandlebens heraus
so etwas wie die Verdunkelung der Welt. Hier gibt es gar keine Sonne, am Strand liegt man bekanntlich nicht um Mitternacht. Hier gibt es gar kein atmosphärisches Gefühl für das, was Strandleben ausmacht, sondern das ganze Gegenteil, es ist eine Bedrohung. Von heute würde man sagen, er zeigt, dass die so systematisch heranrollenden Wellen mit dem befriedigenden Gefühl der Wiederholung eigentlich Katastrophen ankündigen, also Tsunamis sein könnten, ja, die dann das hier vereinnahmen. Also alles, was zeichenhaft erfasst wird, soll mehrschichtig, vieldeutig, mehrwertig werden, und zwar im Hinblick auf das gesamte Spektrum, das Menschen erfahren können. Das nannte man damals existenzialistisch, also auf die Grundbefindlichkeit der Menschen, Leben zum Tode, eine bekannte Formulierung, hinlaufen. Hier demonstriert er, was gemeint war mit Leben zum Tode. Der Krieger erfährt seine Bestimmung ja ausschließlich darin, getötet zu werden. Also man sah damals in jeder Straße und jedem Platz verwundete, schwerst verwundete Leute, denen Hände, Beine, alle vier Glieder fehlten, ganze Gesichtspartien abgeschossen waren etc., bis man die dann langsam alle der Öffentlichkeit entzog. Und vorher wurde gefragt, wie sollen wir eigentlich mit diesen Krüppeln umgehen? Die Krüppel sind ja gar keine ganzen Menschen mehr, so auch sogar Ehefrauen von zurückgekehrten, zusammengeschossenen Soldaten. Was sehe ich denn einen Menschen, der gar keiner ist? Und dann antwortete Hofer, das zeige ich euch anhand solcher archaischer, also griechischer Auffassungen vom Krieger. Das ist eine archaische Anspielung, das ungefähr, sagen wir mal, 500 vor Christus. In der Zeit, wo man auch mit solchen Stümpfen bewaffnet, Arm fehlt, anderer Arm abgeschossen etc., mit solchen Stümpfen herumlief. Und zwar mit der Erfahrung, dass gerade der verletzte Mensch, der zerstörte Mensch, der auf den Tod bedrohte Mensch, die Menschheit, nicht nur sich und seine Kultur, sondern die Menschheit repräsentiert. Also etwas eigentlich Zivilisatorisches und nicht Kulturelles, was er da sagt, Existenzialismus galt durchgängig, nämlich weil im Griechischen das Zeichen für die tödliche Bedrohung ist, dass der Krieger ins Knie bricht. Das heißt, wenn Sie ihm hier eine Lanze reinstoßen, macht er zunächst so. Das beobachtet man, er bricht ins Knie. Knie heißt Gnu. Und das ist die Begründung für den Ausdruck des Menschengeschlechts, also unseres Geschlechts, sodass man Genus und Geschlecht als Genu in dem Sinne auffassen kann, dass man sagt, der Krieger, der stirbt, ist der Vertreter des Menschengeschlechts im Hinblick auf das Leben zum Tode, auf die Erfahrung der existenziellen Ernstfallsituation jedes Menschen. Und eine Malerei, die nicht auf den existenziellen Ernstfall, die nicht auf die Letztbegründung, die nicht auf die Letztfragen, wir oder sie, Freund oder Feind oder was auch immer, ausdrücklich ausgerichtet ist, ist eigentlich nur Dekor. Kunst ist das, was sich auf diese Weise den allerletzten, ernstesten Fragen widmet, unter anderem der Demonstration, wie das die Christen ja auch gemacht haben, dass wenn jemand am Kreuz hängt, er in dieser Situation Repräsentation der gesamten Menschheit wird. Das war die Position, die dann in den sozialistischen Realismus in der DDR aufgenommen wird und sich auf historische Traditionen, die Sie kennen, Sie aus den 20er Jahren stützt und dann so etwas wie eine sozialistische, realistische Pathosformel entwickelt. Also das zu zeigen, was den Menschen zum Menschen macht, und das ist im Wesentlichen das Hoffen und Bangen auf der einen Seite mit den Konsequenzen, dass man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll, ob man hier nun hoffen oder bangen soll, oder auf der anderen Seite die Gewissheit des Todes, die Gewissheit der Vergeblichkeit und trotzdem das immer erneute anfangen müssen und beginnen müssen. Daraus entwickelt sich eine ganze sozialistische Ethik, die eigentlich heißt, in dem Maße, wie wir wissen, dass wir alle auf die lange Sicht zu Sternenstaub werden, müssen wir unser Selbstbewusstsein entwickeln angesichts eben dieser Drohung, indem wir sagen, und jetzt erst recht, jetzt geht's los, jetzt fangen wir an. Oder mit Luther, wenn ich weiß, dass ich morgen sterbe, muss ich heute mein Bäumchen pflanzen. Und wenn ich weiß, alles endet in einer solchen Katastrophe, muss ich jetzt nochmal eben die Beethoven 9., die ja auch untergehen wird, oder Einstein, was immer, ernsthaft studieren. Also es ging ihnen wirklich um eine existenzielle Begründung der Möglichkeit eines einzelnen Menschen in der Leiterfahrung, in der Zerstörungserfahrung einen Ausdruck für die innere Bestimmung
des Menschen zu haben. Sozialistische Ethik war eben dann die Ethik des Aufbruchs im grundsätzlichen Vergeblichen, in der Drohung des Endes und so fort. Also ein ungeheures Pathos des Beginnens. Und das Komische ist, dass die Kirchen dem zugestimmt haben, denn die Kirchen lebten alle, die katholischen wie die protestantischen, von diesem Pathos. Luther eben, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute, oder bei den Katholiken Augustin. Der Mensch ist geschaffen worden, damit es das Prinzip des Anfangens immer erneut geben kann, angesichts der logischen Einsicht, am Ende ist alles Staub. Ja, also, es ist nicht nur eine Funktionslogik der Evolution, sondern die Menschen sind befähigt, das Prinzip des Anfangens gerade gegen jedes Kalkül des Untergangs der Evolutionslogiken zu setzen. Und deswegen haben die Kirchen auch in hohem Maße stets sozialistische Grundüberlegungen geteilt. Es gab das Frühchristentum, auf das sie sich berufen haben und so weiter. Auf jeden Fall, das ist die Ausgangsposition dann für das, was sich in der DDR eignet. Und hier bei dem rausgeschmissenen Willy Baumeister die Situation, die sich für den Rest ergab, nämlich eine von der CIA lancierte, so hieß es in der Kampagne, neue Weltsprache, abstrakte Kunst, die universale Weltsprache, abstrakte Kunst. Nur hatten die nicht bedacht, was abstrakt, nicht figurativ, nicht gegenständlich heißen sollte. Denn wie man sieht, ein Fleck ist ja genauso gegenständlich oder figurativ wie eine Kuh. Wieso ist das nicht gegenständlich, wie sagen, das sind Flecken oder sonstige Spuren? Wieso ist das nicht figurativ, wenn es doch einen Stern darstellt? Es musste also zu einer neuen Orientierung auf die Unterscheidung kommen zwischen abstrakt und nicht abstrakt, figurativ und nicht figurativ, konkret und nicht konkret und alles, was da so vorher darum geredet wurde. Die Auseinandersetzung in Anfang der 50er Jahre, wie sie Sedlmayr und Adorno in Donaueschingen und Darmstadt bei den großen Gesprächen führen und die sich dann über alle Sender stundenlang pro Woche ausbreiteten, war eine Neubestimmung dieser Positionen, mit denen man nichts mehr machen konnte. Also das waren nicht mehr die bloßen naiven Idioten und das waren nicht nur die fortschrittlichen Universalisten, die wurden ja gleich eben als CIA-Gesteuerte wieder diskriminiert. Man sah in ihnen sozusagen die neuen Juden, mit denen man jetzt so Schlitten fahren konnte. Sondern es ging tatsächlich um Neuentscheidungen, die von den Künstlern her nicht kamen, sondern die zweite Raum, werden wir gleich sehen, von der Wissenschaft her kamen. Diejenigen, die an diesem Disput Karl Hofer gegen Baumeister nicht teilnahmen, wie Werner Held, der große Liebling von Berlin, die sahen sich ihre Lebensumgebung an, alles war im Dutt, alles war in Ruine, also alles war Naturmord. Naturmord ist aber Stillleben, also sagten sie, die Bestimmung, die wir jetzt zu treffen haben, ist die Verwandlung der Naturmord ins Stillleben. Und die haben dann das kaputte Berlin auf diese Weise in eine historische, klassische Auffassungsweise des künstlerischen Arbeits im Stillleben verwandelt. Still Life ist eben das Sprechen des Todes in Gestalt der Fixierung auf Dauer, sodass man dann also die Fische und die Kühe und die Yachttrophäen, die aufgereiht im Stillleben zu sehen sind, begreifen kann als sozusagen die Stillstellung des Lebens im Moment des Todes, sodass man dann glücklich ist und man sagt, aha, endlich haben wir die Dauer erreicht, nämlich die Dauer des Todes. Denn das ist so permanent, also Stillleben bringt den Ausdruck für das, was wirklich bleibt, nämlich die Ruinen, aber sehr gut gemalt. Und die Dritten sagten, wir interessieren uns, und die Vierten sagten, also Karl Hofer, eine Partei, sozialistischer Realismus abgeleitet, universale Weltsprache, abstrakte Kunst, die nahmen hier einfach das Stillleben als Gattung wieder auf. Und die Vierten sagten, uns interessiert das alles nichts, wir machen Grundlagenstudium und werden diese Studien auch entsprechend durchziehen, sodass man dann mit Bruno Goller sagen kann, hier können Sie kapieren, wie man vom Kubismus bis in die Bauhausgegenwart solche Grundstudien für den Aufbau von Bildern durchziehen kann. Also das, was dann in Deutschland als neuer Anfang gesehen wurde, sagen wir mit Oskar Hollweg, die Saarbrücker Schule der neuen Grundlagenstudien. Also man sagt, wir vergessen das alles und fangen jetzt mit einem neuen Grundlagenprogramm an. Das waren die Grundlagenpositionen für die Künstler. Entweder Richtung sozialistischer Realismus oder universale abstrakte Weltsprache oder Erfüllung eines historischen Topos wie Stillleben als Naturmord oder eben die Entwicklung eines neuen
Prinzips. Das war unbefriedigend. Deswegen wurden die zurückgekehrten Exilanten bzw. deren Schüler als Wissenschaftler, Kunstwissenschaftler, Historiker, Wahrnehmungspsychologen gefragt, was sagt ihr zu diesem Grundkonflikt? Es ging also um die Frage, stimmt eigentlich, was alle behaupteten, dass die Kunsturteile, so wie sie eben bei Hofer sich äußern, im Dritten Reich oder immer sich äußerten, tatsächlich eine kulturelle Bedingtheit nachweisen? Würden wir wirklich im Kunsturteil durch die Sprachlichkeit, die ethnische Zugehörigkeit, die Religionszugehörigkeit geprägt? Oder gibt es dafür tiefere Schichten? Wenn man Universalismus behauptet, muss es ja etwas über alle Kulturgrenzen hinausgebendes geben oder alles Fundierende. Und das nennt man anthropologische Grundkonzeption. Das heißt, die Evolution des menschlichen Weltbildorgans Hirn hat im Laufe seiner Entwicklung eben bestimmte Muster hervorgebracht, mit denen wir heute noch operieren, und zwar völlig unabhängig, ob wir nun Christen oder Juden sind, zu welcher Kultur oder Sprachgemeinschaft wir gehören. Und das fand folgendermaßen statt. Man lud Publikum vor solche damals avantgardistischen, wie man sagte, abstrakte, nicht gegenständlich, nicht figurativen Bilder von Hans Hartung, der ein deutscher Malerstar in Paris, dem damaligen Weltzentrum des Kunstdiskurses war, ein, um dann zu fragen, liebe Leute, unabhängig von der Frage, seid ihr aus Afrika oder Ghana oder aus Nordkanada oder Europäer, wenn wir euch die Frage vorlegen, welchem dieser drei Bilder würdet ihr den Begriff Aggression zuordnen, welchem Konfusion und welchem Depression? Dann antworteten so gut wie alle Menschen, dem Bild ordnen wir Aggression zu, dem Konfusion und dem Depression. Damit schien klar zu sein, dass es unabhängig von kultureller Bildung, von ethnischer Zuordnung, Sprachlichkeit, Zugehörigkeit etc. Fundamente der Beurteilung gab, die eben anthropologisch viel tiefer als die kulturelle Bildung lagen. Und darauf stützte man sich und sagte, dann wollen wir mal die untersuchen. Die Leute, die so etwas machten, waren zum Beispiel Norbert Elias oder Rudolf Arnheim oder Gege Keppisch, die dann als zweite Generation bzw. als selbst schon exilierte Leute wieder zurückkamen und sich um solche Fragen kümmerten, mit dem natürlich für sie höchst bedeutsamen, mit der höchst bedeutsamen Aussage, wir haben eine Möglichkeit, die Menschheit als Einheit zu sehen, weil die Evolution des Großhirns und seiner Leistungszentren allen Menschen gleichermaßen ermöglicht, bestimmte Dinge so oder so zu beurteilen und mit bestimmten Vorgehensweisen ihre Weltbilder zu organisieren, zum Beispiel Vorgehensweisen der Abstraktion. Das war so ein Beispiel hier aus Herrn Uhlmanns Repertoire hier in der Mitte. Da sehen Sie, was das hieß. Wir müssen zwangsläufig alle fähig sein zu abstrahieren. Hier von einem Kettenkarussell, das war damals eine bekannte Vergnügungsanstalt. Das sind die fliegenden Körbe, in denen man saß. Das sind die Gegengewichte, damit das im Gleichgewicht war. Und das war der zentrale Aufbau, der die Rotation ermöglichte. Wenn man das so erkennt, sieht man, dass Abstraktion also die Möglichkeit ist, das prozesshafte, aktuelle Geschehen mit der Struktur zu verbinden. Ja, also man kommt durch Abstraktion auf das, was die Struktur mit dem prozesshaften Verlauf in Übereinstimmung zu bringen vermag. So hat man gesagt, das ist das Untersuchungsergebnis rein durch Abstraktion, dass wir jetzt, jeder, der sieht, sofort verbindet die Rotationsbewindung des Karussells, das so herumschleudert, mit der Struktur des gesamten Aufbaus. Oder man hat gesagt, man muss, wenn man die Leute auf Kunst ansprechen, ihnen durchziehen einer ästhetischen Grenze überhaupt sagen, was sie denn sehen sollen. Denn inzwischen war es sehr fraglich, ob man nicht vielleicht die Wand sehen sollte, weil die viel interessanter war als das, was da als Bild da drauf hing. Ja? Wenn Beuys seinen Finger ausstreckte und auf eine Garageneinfahrt wies, dann glaubten die Leute wirklich, das, was sie da auf der Garagenkritzelwand sahen, sei eigentlich bedeutender, als was Beuys ihnen zeigte. Aber das zeigte ihnen ja gerade der Beuys, nämlich die Differenz zwischen Bild und Nichtbild. Also ästhetische Grenze, das hieß, man muss an Markieren, historisch durch Rahmung oder modern durch Framing, durch eingrenzendes Wahrnehmungsfeld oder Abschattung, sagten die Psychologen, Epoche, was ich überhaupt sehen soll, weil prinzipiell alles, was ich sehe, einem solchen Urteil unterworfen werden muss. Und wieso ist denn das Kunsturteil etwas anderes als ein ganz normales Urteil über unsere Beziehung auf
die Lebensbestände, Lebensumgebung unseres Alltagslebens. Man muss also eine stilische Grenze markieren. Das war ein Deutscher namens Michalski, der das systematisch untersucht hat. Er ist in Stalingrad gefallen. Aber die Aussagen, die er getroffen hat, setzten sich durch, wie wir hier bei Schumacher. Sie sehen etwas, was Sie genauso gut auf dem Fußboden als Reste einer Handwerkertätigkeit sehen könnten oder als vergrößerte Schorfwunde auf der Haut oder was auch immer. Wenn Sie es als Bild sehen sollen, muss es Ihnen klar gemacht werden. Gemeint ist das hier als Bild unterschieden vom Nichtbild. Also wird konstitutiv für das Bild die Unterscheidung von Nichtbild, das Gemeinde vom Nichtgemeinden. Und allein durch diese Grenze werden Sie gezwungen, einen Unterschied zu konstruieren, selbst wenn es keinen gibt. Ja, also Höhepunkt, monochrome Malerei. Auf einer weißen Wand bringt jemand eine weiße Leinwand an, auf der mit weißer Farbe einen Rand markiert, innerhalb des Randfeldes ein weißes Farbfeld aufträgt, das Ganze mit einem Passepartout umgibt und dann rahmt. Ja? Das haben Sie fünf verschiedene Weiße auf der weißen Wand. Was sollen Sie an die angucken? Und wo ist der Unterschied zwischen weißer Wand, weißem Rahmen, weißer Passepartout, weißer Malerei auf der Leinwand? Das ist dann die Frage, das heißt die Unterscheidung im Ununterscheidbaren. Wie Ihnen allen schon aufgefallen ist, so etwas als Malerei ist eben nur dann ansehbar, wenn die ästhetische Grenze markiert. Sonst sehen Sie es überall. Ja? Sie könnten dann sagen, die ganze Welt ist voller Malerei, so wie die Griechen das sagten, die ganze Welt ist voller Götter. Ich muss aber einen Namen geben, ich muss ein Bild bilden, damit ich weiß, was ich meine. Also die ganze Welt ist voller solcher ästhetischer Phänomene. Wenn ich sie aber als Malereien sehen soll oder als künstlich intentionale Äußerung, muss ich ein Framing vornehmen. Ich muss ein Ausgrenzungsphänomen leisten in der Unterscheidung zwischen Bild und Nichtbild. Dadurch wurde klar, dass jedes Bild nur insofern eins sein kann, wie es sich auf Nichtbilder bezieht. Ja? Und also musste man jetzt nicht mehr die Kunst betrachten, sondern das, was Ihnen den Hintergrund bot, eben die Nichtkunst. Also das als Kunst wahrnehmbare gegenüber dem nicht als Kunst wahrnehmbare, obwohl beide Felder kaum unterscheidbar waren. Bei Beuys ist es schon ziemlich schwer zu wissen, was soll ich eigentlich sehen. Ja? Das war der Kern. Also so ging man dann vor und hatte dann Ende der 50er Jahre eine neue Grundlage, sagte sich, aha, wir haben große Hoffnung, was die modernen Künstler machen, ist nicht mehr kulturell gebunden. Sie haben recht, künstlerwissenschaftliche Arbeit stützt sich nicht auf Kulturalität, nicht auf Sprachlichkeit, nicht auf Kulturgemeinsamkeiten, Kochrezeptgewöhnungen etc., sondern auf eine universale Operationsweise unseres Weltbildorgans Gehirn, das im Laufe der Evolution für alle Menschen entwickelt worden ist, auf gleiche Weise. Und die Frage lautet genau umgekehrt, warum urteilen Leute so unterschiedlich, wenn sie doch neurophysiologisch alle gleich sind. Ja? Früher hat man gesagt, die Leute urteilen so komisch, weil sie verschiedenen Kulturen angehören. Jetzt sagte man, warum urteilt jemand schön und der nächste Nachbar hässlich oder interessiert mich oder interessiert mich nicht, das ist mir gleichgültig oder nicht, wenn alle Menschen die völlig gleiche neurophysiologische Ausrüstung haben. Wie kommt es also zu der Differenz im Urteil, wenn wir alle gleich sind? Ja? Das ist der Haken. Also diesen Umkehrmoment hat man Ende der 50er Jahre erreicht und dann beginnt da auf dieser Basis eine völlig neue Orientierung auf etwa die Kooperation von Künstlern und Wissenschaftlern beziehungsweise die Klärung der Frage, was machen denn nun spezifisch Künstler im Unterschied zu Wissenschaftlern? Und das ist im Raum 3 dargestellt oder angeboten. Die eigenständige Entwicklung des menschlichen Weltbildorgans Gehirn im Laufe der Evolution. Das war die Entdeckung von 1953. Crick und Watson, zwei junge Leute, einer 20, einer 24, setzen sich in Cambridge, dem Zentrum für Molekularbiologie, zusammen und fragen sich, wie können wir ein Modell für etwas entwickeln, von dem wir noch gar nicht wissen, was es ist. Also wie sollen wir etwas untersuchen, was wir gar nicht kennen? Das ist ja eine Grundfrage für einen Forscher. Er weiß gar nicht, worum es geht, muss aber Methoden für die spezifische Untersuchung entwickeln. Also sagten die, da müssen wir die Künstler fragen. Sie haben sich ein bisschen umgeguckt, sie haben gesehen, was hat so ein Naum Gabo gemacht, was haben die Bauhauskünstler gemacht mit Draht und mit Gittern und mit Stäbchen, ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Stabile, ein bisschen Mobile, ein bisschen rumgeschoben, sowas, wie Sie es hier sehen von Kricke. Ja? Das interessierte plötzlich die Wissenschaftler als eine Fragestellung in folgender Hinsicht.
wenn wir noch gar nicht wissen, wonach wir suchen, aber doch etwas erkennen müssen im Hinblick auf die Frage, was könnte uns denn dazu bringen, dann müssen wir einfach etwas in Gang setzen, was uns dann zwingt, das, was wir in Gang gesetzt haben, weil wir es in Gang gesetzt haben, in neuer Weise zu beurteilen. Und das ist das, was man mit der Hand macht. Also wir müssen etwas gestalten und dann kriegt das Gehirn die Aufgabe zu sagen, was habe ich denn da nun gemacht? Da die Hand und das Hirn koevolviert sind, also gemeinsam in der Evolution herauskamen, weil diese große Partie des Großhirns nur für die Handsteuerung da ist und alle wieder die Vermittlung über das Auge, also ein Medium der Wahrnehmung, sehen tut ja das Gehirn, aber ein Medium der Vermittlung der Einheit von Hand und Hirn darstellt, muss man logisch schließen, wer etwas mit der Hand wie die Künstler macht, muss zwangsläufig damit dem Gehirn etwas zu erkennen geben, ja? Denn die beiden Organe sind zusammen entwickelt. Also basteln wir mal mit den Händen rum wie die Künstler und fragen uns dann, was kommt dabei raus. Und das war so, dass sie eben so ein Leitergebilde wie bei Nahum Gabor hatten. Eigentlich kann man es sogar wörtlich nehmen. Eine Doppelleiter mit hier Sprossen. Und die waren einmal so verknotet, verschoben. Und dann stand die Doppelhelix als das Modell, das dann für die Untersuchung der DNA-Struktur und des Grundmechanismus der Vererbung brauchbar war. Aber mehr auch nicht, sondern brauchbar war. Das war das große Erweckungserlebnis, nämlich von jetzt ab ist alle Wissenschaft bildend. Es ist nicht mehr die bildende Kunst, sondern die bildende Wissenschaft. Alle Wissenschaftler müssen bilden und alles künstlerisches Tun ist erkennend. Ja, denn wenn die Hand etwas macht, also bildet, dann liegt in dem Manipulieren mit der Hand, im Greifen der Dinge schon der Begriff, den ich da nur noch elaborieren muss, um zu kapieren, was ich da gemacht habe. Ja? Also ist das Greifen und das Begreifen eine Einheit. Das kann man jetzt in Führerschaft sagen, erst fängt die Hand an und dann kommt das Hirn hinterher. Oder ich kann auch sagen, ich will jetzt was illustrieren, dann kommt erst das Hirn und dann macht es die Hand. Also war klar, alle Wissenschaft ist bildend und alle Kunst ist erkennend. Die Entgegensetzung von Kunst und Wissenschaft gibt es nicht mehr. Jetzt wird eine völlig neue Basis der Auseinandersetzung getroffen. Zum Beispiel haben die Künstler den Kleinteilchenphysikern vorgemacht, wie man sich denken kann, dass Elektronen nicht um Proton-Neutron-Kern des Atoms herumsausen wie die Planeten um die Sonne, sondern dass sie auf Schalensegmenten der Atomschale verlaufen. Hier sehen Sie, wie man sich Schalenfragmente so zusammengesetzt denken kann, dass tatsächlich ein Kontinuum sich ergibt. Also läuft ein Elektron dann auf einer solchen Schalenbahn und nicht wie ein Planet um die Sonne auf irgendwelchen kuriosen Dingen. Das musste man aber erstmal als Vorstellung auf irgendeine Weise vor die Nase gesetzt bekommen, um es dann im Hinblick auf die modellhafte Tauglichkeit zu befragen. Also hier sehen Sie typische Versuchsanlage, K.O. Götz und unzählige andere nahmen einen Pinsel in die Hand, stiegen vor die Leinwand und fingen an zu bilden, nämlich mit der Hand zu fuhrwerken. Und mussten dann, das ist Instinkt des Künstlers, aufhören, bevor alles schwarz war. Ja, da muss man als Profi nur eine Frage klären, wann muss ich aufhören? Der Laie fragt sich beides, wie kann ich anfangen? Und da schmeißt er immer einen Papierkorb und vor allen Dingen, er kann nicht aufhören. Das landet auch im Papierkorb. Der Profi macht also formale Vorgaben und sagt, halt, es muss noch erkennbar sein, dass etwas nicht in Willkür, im Selbstlauf, sondern mit einer Entscheidung zu beginnen und aufzuhören verbunden ist. Das heißt also, bewusster Akt der Gestaltung ist. Und dann stand man da, hatte sowas. Und da sagte man dann, mach's nochmal, Sam. Ja, kennen Sie die berühmte Geschichte, spiel's noch einmal, Sam. Und da stellt sich heraus, derselbe Mann am selben Ort, mit demselben Pinsel, derselben Farbe, von derselben Leinwand, kriegt es nicht nochmal hin. Partout nicht, selbst wenn das will. Und dann sagt, ja, also gut, wenn es so nicht geht, dann machen wir es mal anders. Ich mache mir jetzt ein Bild davon, zum Beispiel, ich lerne das Bild auswendig und reproduziere es dann. War auch nicht möglich. Und dann kam das Gehirn auf die Lösung und sagt, aha, die Hand hat mir zum ersten Mal ein informelles Bild vorgelegt. Nämlich etwas, was nicht wiedergegeben werden kann, nicht auswendig gelernt war, nicht wiederholt werden kann. Also eine Singularität. Und seither ist der Begriff der Singularität in der Welt, weil die Künstler den Wissenschaftlern vorgegeben haben, was das bedeutet. Informell, also nicht formal, also nicht reproduzierbar, nicht nach Plan ableitbar, nicht wiederholbar, was für die Wissenschaft ja galt.
Nur das ist wissenschaftlich gesichert, was von beliebig vielen Leuten an vielen Orten wiederholt werden kann. Jetzt gab es plötzlich die Singularität. Es war derselbe Ort, derselbe Mann, dieselbe Farbe, selbe Hand. Es kam aber keinerlei wissenschaftliche Dignität durch Wiederholbarkeit heraus. Im Gegenteil, es erzeugte sich, selbst wenn er es nachmachen wollte, immer ein anderes Bild. Und das nannte man nun informelles Operieren. Und damit war eben der Begriff der Singularität geschaffen, den man vorher schon erörtert hatte in der Physik, aber nicht auf die normale Kooperationsgemeinschaft von Hirn und Hand beziehen konnte. Und da konnte man plötzlich sagen, Wissenschaftler müssen bildende Künstler sein, was jetzt, seit sie Computer benutzen, sowieso klar ist. Jeder, der auf einer Bildoberfläche etwas erzeugt, muss wissen, in welcher Weise er das, was da erzeugt wird, einzuschätzen ist. Er muss also ästhetisch oder kunstgeschichtlich gebildet sein. Damals gab es noch keine Computer. Es ging los mit der Bastelei à la Crick und Watson. Es ist also eine wirkliche Weltsensation, dass man den großen Zwei-Kulturen-Gegensatz, hier die Kunst und da die Wissenschaft, aufhob und dass man nicht mehr unterschied nach den klassischen Vorgaben, also hier die Kreativen und da die Reproduktiven oder hier die präzisen, genauen und da die ungenauen Phantasten oder was immer, sondern es ergab sich eine völlig neue Basis. Auf dieser neuen Basis untersuchte man nun zwei der grundlegenden Begriffe für Gestaltung. Das machten die Wissenschaftler und Künstler gemeinsam. Was sind die grundlegenden Begriffe des Gestaltens? Form und Farbe. Die Frage war, in welchem Sinne müssen wir jetzt Form und Farbe bestimmen, wenn wir eben diesen Zusammenhang von bildender Hand und erkennender Hand einerseits und den Prozessen, die wir herkömmlich mit Kunst und Wissen verbinden, andererseits sehen, die Einheit sehen von Gestalten und Erkennen. Wenn alles Gestalten erkennen ist, also alles Greifende manipulieren mit der Hand, ein Begreifen darstellt, zumal das, was da hervorgebracht wird, ja, in der, sagen wir, Verfügungsgewalt des Schöpfers liegt. Da stieß man bei der Singularität auf eine merkwürdige Tatsache, dass man Gott keinen Vorwurf machen kann über den Zustand des von ihm Geschaffenen, theologisch gesprochen, weil er nach dem Muster der Singularität ja gar nicht planen kann, etwas zu schaffen, ja, was nur so sich realisiert, wie er es gedacht hat, sondern immer eine eigenständige Logik des Gestaltens entwickelt. Also das Gestalten selbst, das Schaffen selbst ist eine eigenständige Realität, auch des begrifflichen Gedanken zu schaffen. Also muss man den lieben Gott entschuldigen und die Physiker und die Künstler, sie wissen nicht, was sie tun, aber sie wollen es wissen. Das ist der Unterschied. Ja? Die Narren wissen nicht, was sie tun. Sie wollen es nicht wissen, damit sie geschützt sind vor Selbstvorwürfen. Die anderen wollen aber wissen, was sie da getan haben. So, die Frage war, was tun wir denn, wenn wir von Farbe und Form sprechen? Und da sehen Sie so Versuchsanlagen, wie sie damals üblich waren. Industriestadt Stuttgart. Man gab uns den Auftrag, zum Beispiel zu klären, ob es je gelbe, blaue, rote Autos geben würde. Es gab natürlich nur die schwarzen oder grauen und die Feuerwehr- und die Postautos. Aber die Frage war, kann man davon ausgehen, dass wir die Eigenschaft eines Automobils damals, nämlich eine gewisse Würde zu haben, eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine gewisse Verlässlichkeit auszustrahlen in der damaligen Farbgebung, ob wir das ändern konnten, indem wir die Autos braun, gelb, grün oder rot einfärbten. Die Frage war, müssen wir wissen, was die Farben sind. Bisher sind Farben nach allgemeinen Einschätzungen Eigenschaften von Dingen. Also irgendein Ding ist rot, eine Tasche, ein Pullover, die Lippen, die Haare. Und die Frage ist, wenn man jetzt nach dem Muster der Abstraktion das ihnen Gemeinsame als Rotsein abstrahiert, wenn man ein Eigenschaftswort also substantiviert von Rotsein in Röte, ob dann die gegebene Realität des abstrahierten Begriffs auf die gleiche Weise angenommen werden muss, wie wenn ich die Dinge betrachte. Das heißt, sind rote Dinge auf die gleiche Weise, Röte auf die gleiche Weise, ist Rot sein oder Gelb sein auf die gleiche Weise konkret wie die roten Dinge. Das schien zunächst mal Hokuspokus zu sein, aber wenn man sich fragte, wenn diese Frage Bedeutung haben soll, dann muss sie ja gesellschaftlich von jedermann sofort erkannt werden. Kann man davon ausgehen, dass es neben Menschen, die miteinander freundschaftlich umgehen, auch die Freundschaft gibt?
gibt es neben der beobachtbaren Eigenschaft von Menschen, die miteinander umgehen, die wir liebend bezeichnen, eben auch die Liebe und die Gerechtigkeit, die Freiheit. Also mit anderen Worten, plötzlich war klar, hier geht es um viel mehr als diese paar Grundmotive aus der mittelalterlichen Theologie. Damals war ja die Frage, sind die universalen Begriffe real oder sind sie nur Denkkrämpfe? Flatus vocis heißt eigentlich Wortfürze. Ist das eigentlich nur eine vernachlässigbare Nebengeräuscherscheinung unserer Denkoperation oder wie ist das zu sehen? Und die Antwort war ziemlich klar bei solchen Versuchen. Hier sehen Sie, ist diese gelbe Fläche Eigenschaft eines solchen geschnittenen Kegels? Und wenn Sie jetzt sich hier bei Ihnen, klappt das wohl mal gerade so davor stellen und darauf losgehen, dann kommen Sie bis zu dem Punkt, wo Sie das Gelb völlig losgelöst von dem Gegenstand sehen. Ja? Löst sich völlig ab. Das heißt, Sie sehen vom Gegenstand, bei mir ist es hier, nichts mehr. Sie sehen nur noch die gelbe Fläche, abgelöst von der Eigenschaft, die es als Farbe des Dinges hat. Das hat man damals systematisch betrieben und kam nun zu dem Schluss, alle Universalien, ob es die Röte oder die Freundschaft, die Liebe oder die Gleichheit ist, alle Universalien sind nicht auf die gleiche Weise gegeben wie die Dinge in der Welt, aber sie sind auf gleiche Weise unabdingbar gegeben, nämlich als Realitäten unserer gehirnlichen Operation. Das heißt, das Gehirn kann sich seiner entwickelten Methoden nur sinnvoll bedienen, wenn es Universalien verwendet. Also, abstrakte Begriffe sind Denknotwendigkeiten. Gott ist eine Denknotwendigkeit. Es ist nicht mehr die Frage, ob es den irgendwo gibt, sondern man kann nicht denken, ohne den Begriff nicht zu entwickeln. Alle Begriffe sind Denknotwendigkeiten. Und damit hatte das Problem natürlich eine viel besser zugängliche Gestalt angenommen und man konnte jetzt herauszufinden, versuchen, als neu einsetzende zentrale Untersuchungsrichtung mit der Hirnforschung, was sind denn diese denkerischen Prozesse oder die kognitiven Prozesse, auf welche Weise erweist sich da die Unabdingbarkeit der Begriffe? Warum schreiten sich die Leute immer noch um den Geltungsanspruch von ihren je besonderen Universalien, ihren Göttern oder ihrer Herkunft, ihrer Tradition etc., wenn Sie doch eigentlich wissen, dass das nur Notwendigkeiten der Nutzung Ihres Großhirns darstellt, aber sonst keinerlei Bedeutung hat. Bei Form war es dann noch rasanter. Sowas wie hier an der Wand stehen, das haben Rutenbeck und andere in den 60er Jahren passierte das. Keine Popart, keine fliegenden Mädchen, sondern das waren die 60er Jahre. Vorgeführt und gesagt, erläutern Sie bitte mal, was eine Form ist. Ist die Form hier die schwarze Tafel? Ist die Form das hier ausgesparte als Seeschlitz? Oder ist das ein Gefüge dieser Form hier auf einer Wand, die wiederum in einer Architektur, wo ist dann das Ende des Kontexts, um das als Form zu bestimmen? Und so ging das immer weiter. Und dann hat man gesagt, ja, das wollen wir jetzt mal klären, indem wir uns fragen, was hat Einstein uns eigentlich mit seiner generellen Theorie von 1905 und 6 zur Verfügung gestellt, wenn er sagte, alles ist relativ. Nämlich, alles ist nur durch seine Relation zu anderen bestimmbar. Den Raum gibt es nicht, wenn es nicht Dinge gibt, die miteinander in Relation stehen. Also bilden die Dinge in Relation zueinander den Begriff Raum oder die Ereignisphänomen Raum. Was ist also in unserem Alltagsphänomen die Räumlichkeit, die wir erzeugen? Sie stehen da, ich stehe hier. Der Raum, über den wir hier jetzt kommunizieren, wird durch uns gebildet, ja, weil wir untereinander eine Beziehung aufnehmen. Also ist die Frage, könnten Sie da noch der Dame, ja kurz, nur dass Sie nicht aus Versehen da rein geraten. Können wir in Beziehung aufeinander sagen, dass wir zwar zwei Körper im Raum sind, aber dadurch, dass wir zwei Körper im Raum sind, selber einen Raum bilden, nämlich den zwischen uns, der Beziehung, das ist der Zwischenraum, ja? Herkömmlich, Intersection auf Englisch. Also wurde plötzlich entdeckt, dass die zentralen Formen, die wir produzieren, durch die Zuordnung von Dingen so möglich werden, dass sie untereinander einen Raum bilden. In der damaligen Zeit war das ein Grunderlebnis für alle Leute. Man kaufte nämlich zum ersten Mal nach dem Kriege wieder Möbel ein. Das gab es vorher nicht, nur Hilfsbewirt. Jetzt ging man ins Kaufhaus und kaufte eine Sitzgruppe. Gruppe ist der Name für eine Form, die durch die Zuordnung von drei Sesseln und einem Sofa gebildet wird. Und jeder konnte zu Hause nachvollziehen, was die Künstler und Wissenschaftler jetzt mit Formbildung verstanden. Denn wenn Sie einen Sessel dort in die Ecke stellten, den anderen dort, den dritten dort und das Sofa hier,
war es keine Sitzgruppe mehr. Sie mussten also herausfinden, wann diese vier Dinge eine Sitzgruppe bilden. Das heißt, es muss eine bestimmte Art der Beziehung zwischen den Dingen herrschen. Nur dann war es eine Sitzgruppe. Also war jedem plötzlich klar, wie wichtig Formfragen sind, denn er musste den Begriff für das, also den Nutzen für das, was er bezahlt hatte, nämlich eine Gruppe gekauft zu haben, durch Formbildung nachvollziehen. Er musste also sortieren, dass die vier, drei Dinge und ein Sofa so zueinander in Spannung standen, dass sie eben den Begriff einer Sitzgruppe als Form des Mobiliars darstellten. Und das hat sich dann ganz schnell rumgesprochen. Joseph Beuys kam, wo zwei Menschen standen oder wo eine Treppe mit dem Fußboden zusammenkam, goss diesen Zwischenraum, die Intersection aus. Gordon, Matta, Clark und wie sie alle hießen, kamen, machten das. Und am Ende hatten sie lauter Skulpturen, die tatsächlich die Raumbeziehungen, die Formen des Raumes darstellten, die durch die Körper in ihrer Beziehung gebildet wurden. Das war sehr spannend, denn damals konnte man sowas wieder an der Wand noch als Benutzer eigenständig hin und her schieben. Man konnte die vertikalen, horizontalen Formen aufeinander in Beziehung setzen, sodass man erprobte, wann ist da überhaupt noch eine Spannung zwischen den beiden gegeben. Das war die sogenannte Hängelehre, denn die kuratorische Tätigkeit eines Menschen besteht darin, etwas in Form zu bringen, nämlich eine Ausstellung. Das ist das Informbringen von Bildern oder Objekten. Wenn eine Ausstellung aber das Informbilden von Bildern ist, dann muss ja die Form gebildet werden, eben durch das Nebeneinanderhängen oder das in Beziehung setzen. Mit anderen Worten, der Kurator schafft die Beziehungsform Ausstellung, nicht die Objekte. Das leuchtet doch ein. Es sind nicht die einzelnen Kunstobjekte, sondern es ist die Form, die durch das Kuratorische in Beziehung setzen geschaffen wird. Und so entdeckte man langsam eine Unzahl von völlig neuen Formerfahrungen. Damals war das also keine Versicherungsfrage, sondern Praktikabilität. Man konnte auf Schienen sowas hin und her schieben und dann selber sehen, mit sogenannten Mitmach- und Eingreifkunstwerken, auf welche Weise man in diesen Vorstellungen produktiv werden konnte. Also Zuordnungsformen oder Gefüge als Formen. Und das schloss wieder direkt an und das, was ich Ihnen gestern gesagt habe, zu Johann Sebastian Bach bei Neo Rauch. Ja, die Kunst der Fuge heißt eigentlich übersetzt, und deswegen fühlten sich alle modernen Konkreten bei Bach so wohl, ein Gefüge herstellen im Aufbau von Relationen, von Beziehungsgefügen. Also war die Form ein Beziehungsgefüge. Und das wurde jetzt auf Soziales hin untersucht, hier mit Franz Erhard Walter, der damals führend war in dieser Frage. Also hier sehen Sie Material, gestaltetes Material, so dass in Ihrer Vorstellung die Verwendungsmöglichkeit spekulativ entwickelt werden kann. Was kann ich damit bauen? Also zum Beispiel Dinge so zusammenzubauen, dass etwas herauskommt, wie eine Art von Arena oder ein Parcours. Das war auch tatsächlich so gemeint. Das wurde dann auf dem Boden ausgelegt, bis so eine Art von Labyrinth entstand. Das können Sie aus den Experimenten der Empiriker in der Wahrnehmungspsychologie, Rattenexperimente im Labyrinth und Ähnliches. Nur hat der Walter dann nicht das mit Ratten und unter Bedingungen, wie die für Rattenexperimenten galten, gemacht und auch nicht für, unter Bedingungen, wie sie im Zirkus für die Artistik von Affen und Clowns gegeben waren, die in solchen Parcours sich besonders artistisch bewegten, sondern er hat das für normale Menschen in Museen gemacht. Ungefähr so, wie man die Anleitung für das goethische Spazierengehen entwickelte. Goethe war ja der Auffassung, man müsse jeden Spaziergang so planen, dass vom Anfang bis zum Ende eine geistige Gestalt durchschritten wird. Ja, eine Topografie ist eine geistige Gestalt, ein Rundweg ist eine geistige Gestalt, ein Hin und Her mit Ecken und Zinken. Ja, so. Also die geistige Gestalt, die Topografie dessen, was ich da tue, als Bild im Kopfe. Das beruhte auf folgender Erkenntnis: Anfang der 60er Jahre merkten die Menschen, wie sich Einzelne von ihnen in ihren Lebensumgebungen bewegen, nämlich indem sie eine Mappe, eine Landkarte, eine Karte im Kopfe ausbilden, indem sie auf sehr kuriose Weise die realen Gegebenheiten ihrer Stadt abbilden, aber nicht etwa, wie das eine normale militärische oder sonstige Karte macht, sondern völlig willkürlich auf die Individuen hin gesehen. Die Frage war jetzt, was ist denn das, was die Leute da orientiert? Und das war auf jeden Fall ein geistiges Konzept oder eine geistige Struktur, mit der sie operierten.
Und da war die Frage, wie beeinflussten eigentlich die Gegebenheiten, also Zäune oder Gaswerke oder Straßen und Ampel, das Zusammenfügen dieser geistigen Konstruktion? Gibt es überhaupt bei dieser Vorstellung von Stadt so etwas wie eine Ampel? Haben Sie eine Ampel im Kopf, wenn Sie an Berlin denken? Nein. Oder an Ihr Wohnquartier auch nicht. Also wie wird das zusammengefügt? Und das war die Frage, indem man solchen Experimenten nachging. Man erlaubte den Leuten wie den Pferden in Aachen in bestimmter Geschwindigkeit bestimmte Ochserproben zu machen, also Sprünge anzusetzen und so fort. Und diese Sprünge entsprachen je einem Gedanken. So wie das Kinder tun, sie gehen im Winter spazieren und sagen, ich mache jetzt die Augen zu, gehe auf eine Schneefläche und gehe mit geschlossenen Augen den Namen meiner Mutter im Schnee ab. Ja, und sind dann freudig erregt, wenn sie die Augen aufmachen und im Schnee tatsächlich die Buchstabenfolge, die sie mit den Füßen gegangen sind, erkennen können. Das ging hier auf die gleiche Weise vonstatten, aber es waren Fragenstellungen nach sozialen Formationen. Also die Form als Relation wurde dann in die soziale Formation überführt, so ungefähr folgendermaßen. Ein Soziodesign nannte man das. Also designerisch heißt gestaltendes Eingreifen auf das Verhalten der Menschen durch Benutzung von materiell-physischen Dingen. Also viele Leute wollen zur gleichen Zeit eine Fahrkarte kaufen. Also stellen Sie sich vor dem Fahrkartenschalter in einen Haufen und das verhindert, dass möglichst zügig alle rankommen. Man baut deswegen vor den Schalter zwei lange Stangen und bringt den Leuten bei, dass sie nacheinander zwischen diese schmalen Schlangen treten müssen, damit es möglichst schnell zu einem Abverkauf der Fahrkarten für jeden an den Schalter kommt. Bis in den 60er Jahren war in Deutschland noch ganz üblich, dass vor Bahnschaltern solche zwei Schranken standen. Das heißt, die soziale Formation Schlange stehen, ja, die Logik für die Tatsache, viele wollen zur gleichen Zeit einen kleinen Ausgabeschalter einen Schein haben, muss erst eingeübt werden. Die Engländer brauchen nicht mehr solche Leitplanken. Die stellen sie bei jedem Taxi, bei dem Bus sofort in die soziale Formation Schlange. Bei den Deutschen musste man es lange üben, bis man sie durch materiell-physische Gestaltung zur Ausprägung solcher geistigen Formationen wie Schlange stehen, ja, Gruppenbildung. Sie kennen das aus der Geschichte der Körperbeherrschung oder Naturbeherrschung am menschlichen Körper, nämlich Tanz- und Benimmschulen, wo man durch die Art, wie man jemanden anfasst, Quadrillatanz oder was auch immer, langsam Vorstellungen und Konzepte von sozialen Bewegungsformationen verinnerlicht, die man dann jederzeit abrufen kann. Man muss sich also klar machen, dass da Denkwerkzeuge entwickelt werden oder eben kognitive, theoretische Mittel entwickelt werden zu solchen Operationen, die den sozialen Kontakt ermöglichen, weil alle mehr oder weniger, die zu einer Gruppe gehören, die gleichen Muster im Kopf tragen. Wir können miteinander nur tanzen, Quadrilla, wenn alle Beteiligten eine Quadrille tanzen können. Ja, das ist also gar nicht anders möglich, oder Walzer tanzen können oder was auch immer. Und der Künstler ist sozusagen ein Trainer, der bestimmte Werkzeuge zur Verfügung steht, damit sich solche sozialen Formationen ausbilden können. Im Hintergrund aller dieser Überlegungen stand eine ganz alte Theorie von Leonardo, der meinte, mit diesen geistigen Topografien, mit dem, was wir da im Kopf von der Welt so rumtragen und wonach wir uns eigentlich richten, wenn wir jetzt sagen Heimat oder Kindheit oder Krieg oder was immer, sei eigentlich eine Frage nach der Lingua Mentale, das heißt, auf welche Weise sich der Geist überhaupt äußert, also auch in der Welt zurechtfindet. Hier sehen Sie so in der Zeit der Mitte-60er Jahre, wie man damals diese leonardische Theorie hier bei Polke aufnahm. Auf irgendeiner beliebigen Trägerwand, also hier einem Tuch, wird gezeigt, ich meine etwas Bestimmtes, das heißt, ich gebe intentionalen Merkmal, das kann nicht zufällig entstanden sein, deute also an, hier geschieht etwas mit Absicht. Was geschieht mit Absicht? Es wird ein Farbkügel umgeworfen. Sie sehen, dass der tatsächlich umgeworfen wurde, die Spritspuren noch zu sehen. Also ich werfe mit Absicht einen Farbkügel um. Warum? Weil sich dann auf dem Tuch, nicht etwa der Bildleinwand, sondern auf irgendeinem Bildträger Hintergrund so etwas abbildet, von dem ich dann gezwungen werde, es zu identifizieren. Dann sage ich mir, es sieht ungefähr aus wie ein Kentaur, Hinterteil, Vorderteil, menschenköpfiger Oberteil. Also manche sagen, wir erkennen sogar Herrn Polkes Physiognomie darin. Was bedeutet das? Leonardo sagte,
Wir gucken an den Himmel, sehen nur zufällig aus physikalischen Prozessen heraus entstehende Gebilde wie Wolken, sind aber gezwungen, da drin Landschaften oder Gesichter zu sehen. Obwohl wir alle wissen, da ist nichts gestaltet, sehen wir es. Und er hat an die Wand, Kalkwand Wasser gegossen, hat dann 3 Tage gewartet, dann fing die Kalkwand an zu blühen und er musste sich zwingen, in dem, was da zufällig entstanden war, etwas zu sehen. Das heißt, die Lingua Mentale, die geistige Kraft der Bemächtigung von Welt, besteht eben darin, noch die Bedeutung des Zufälligen zu erkennen als eine notwendige Operation, um zu einer Bestimmtheit zu kommen. Also wenn ich sage, das ist zufällig, habe ich eine ganz bestimmte Aussage gemacht. Es ist ja nicht zufällig, sondern ich weiß, womit ich es zu tun habe, weil es zufällig genannt wird. Ich kann es also bestimmen. Ich kann es vom Nicht-Zufälligen unterscheiden. Und damit habe ich gerade im Chaotischen oder im Nicht-Intentionalen etc. etwas ganz Bestimmtes vor der Nase. Eben, heute sagt man, die Logik des Chaos oder die mathematische Grundlage für die Beschreibung chaotischer Zustände. Aber was ist jetzt gemeint? Also wir vollziehen also diese Operation in der Anschauung, Wolken oder Kalkbilder oder zufällige Spuren im Sand etc. und müssen das jetzt mit der kognitiven, also erkenntnisrechtlichen, begrifflichen Bildung übereinstimmen. Wir nennen es Zufall, damit haben wir den Begriff und damit die Beherrschung dessen, was wir da sehen. Aber damit können wir uns ja nicht zufrieden geben, wir müssen ja die Operation selber kennzeichnen. Und das wird dann so gemacht, indem die visuelle, einleuchtende Ebene der sinnlich zugänglichen, evidenten Erscheinungen mit einem Begriffskonzept, hier im Gestaltungsbegriff, bedeckt wird. Eine Standfläche, 4 Beine, ein Tisch, also ein verrückter Tisch. Mit anderen Worten, die kognitive Ebene des Tischrückens als spirituelle Übung, die ja alle Menschen instinktiv machen, müssen sie ja nicht erst zu kleinen Gruppen zusammenfinden, das machen alle instinktiv, entspricht genau dem, was mit dieser Art von Sehen im Unbestimmten oder Ordnen des Chaotischen gemeint ist. Was ist Tischrücken? Man nimmt an, es gibt eine spirituelle Kraft, die es uns ermöglicht, gegen die Naturgesetze oder unsere Erwartungen zu operieren. Ja? Das ist ja wohl klar. Also wenn Dr. Kukowski in Zauberberg therapeutische Übungen ins Tischrücken macht, dann um den Leuten therapeutische Übungen, um den Leuten Vertrauen in ihre geistigen Fähigkeiten zu geben. Ja, wie kann ich mich darauf verlassen? Das ist hier harmlos, aber denken Sie mal, Sie sind auf der hohen See, Sie sehen nichts mehr. Sie sehen nur graue Wolken, nur alles neblig ineinander fließen. Da können Sie sich nur noch auf sich selbst und Ihr Gehirn verlassen. Denn alles andere ist Ihnen entzogen. Die visuelle Evidenzebene ist entzogen. Da sehen Sie nur Chaos, Zufälligkeiten, alles durcheinander. Sie müssen also wissen, wie weit kann ich meiner hirnlich-kognitiven Leistung vertrauen, um überhaupt noch damit zu rechnen, irgendwo anzukommen. Und das in Zeiten vornehmlich, wo es noch keine Möglichkeit gibt, sichere Uhren an Bord zu haben, also zu wissen, wie lange bin ich jetzt von einem Ausgangspunkt weit entfernt und wie viele Knoten habe ich gefahren und dann auszurechnen, wo ich auf der Karte bin. Also es ist schon ganz grundlegend zu wissen, auf welche Weise können wir uns auf das verlassen, was in unserem Großhirn passiert. Das ist dann eine solche begriffliche Bestimmungsebene, Tischrücken als ein Erkennen der Kraft des Geistes. Der Witz beim Tischrücken ist natürlich ganz einfach, wenn man sagt, es ist ein reines geistiges Bewegen in materiell-physischer Welt. Dann kommt man bis zu dem Schluss, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich will aus rein geistigen Antrieben, nämlich aus dem Willen heraus, das ist ja ein rein geistiger Antrieb, will ich jetzt mit meinem Finger auf Ihre Wange zeigen und es gelingt tatsächlich. Ja, mit anderen Worten, das, was man da so als spirituellen Hokuspokus betreibt, ist eigentlich nichts anderes als eine therapeutische Einübung in die Selbstverständlichkeiten, unter denen wir eigentlich stehen. Und das ist ein altes Gesetz. Wenn Sie die Bedeutsamkeit des Selbstverständlichen herausfinden müssen, müssen Sie es poetisieren, mythisieren. Wir werden es gleich sehen, wie das als Methode gemeint ist. Das ist die berühmte Formulierung von Novalis aus dem Jahr 1800. Wenn ich einer natürlichen, alltäglichen Erscheinung die Anmutung oder den Zusammenhang von etwas
großartigen, zweifelhaften, märchenhaften, poetischen gebe, dann habe ich romantisiert und dann habe ich den Dingen eine völlig neue Bedeutungsebene verschafft. Mit anderen Worten, in solchen Übungen, die Lingua Mentale zu entwickeln, gewinnt man Zutrauen zu seiner geistigen Kraft. Über alle diese Phänomene, Hokuspokus, Willkür oder wie immer. Das größte Zutrauen müssen Sie zu Ihrer geistigen Kraft haben, wenn Sie überwältigt werden. Zum Beispiel, Sie singen die Nationalhymne oder Sie sind in irgendeiner Art von psychischer Destabilisierung durch Rauschgift. Da müssen Sie schamanistische Kraft entwickeln, um bei sich zu bleiben, sonst gehen Sie zugrunde. Bei der Hymne ist es dann ungefähr der Moment, in dem einen das große Gefühl kollektiven Ausdrucks von Größe und so weiter überwältigt. Man muss dann auf ein kognitives Schema der Kitsch oder Verkitschung, Romantisierung und Verkitschung liegen sehr nah aneinander, zurückgreifen. Da sehen Sie, der Polke das vorführt. Wieder ist es keine Leinwand, wieder ist es keine Kunst, wieder ist es tatsächlich ein Werkzeug, das zur Verfügung gestellt wird. Auf einer Steppdecke wird das produziert. Also mit der Frage, wie macht's der kleine Mann? Wie gewinnt der Zutrauen zu seiner geistigen Fähigkeit? Er fährt nach Paris, kauft sich einen kleinen Eiffelturm und ist völlig sicher, dass alles, was mit dem Paris-Erlebnis zu tun hat, in diesem kleinen Zeichengefüge aufbewahrt wird. Und wenn er zu Hause es auf dem Schrank sieht, überfällt ihn die Rückerinnerung. Er sieht mit seiner Frau oder mit dem Kind in der Brasserie oder im Museum. Alles wird wieder auf gleiche Weise. Und dann denkt er nicht mehr ran, er deponiert es in der Figur. Das ist der Ausdruck eines solchen strategischen Verkitschungserlebens. Man entlastet sich durch, von dem Druck, vor allem geistigen, psychischen Druck, durch Verkitschen. Hier also beispielsweise, wer nach dem Zweiten Weltkrieg, das war wirklich so, ich kann Ihnen das beschwören, das gilt für alle Genossen. Wenn wir die Nationalhymne singen mussten, wir wollten es freiwillig ja nicht, aber in der Schule mussten, und dann natürlich nicht die deutsche, sondern die schleswig-holsteinische, weil das ja weniger imperial ist, dann musste man sich schon schwer zusammennehmen, um nicht in Tränen auszubrechen oder irgendwie sonst auffällig zu werden. Und dann sagten die Lehrer, dann denken Sie doch einfach an Lateinvokabeln. Und während man die Hymne sang, es war ergreifend, und dann fielte man, ich meine, dann in Beethovens 9., da haben Sie das Erlebnis. Ja? Das können Sie nur ertragen, wenn Sie pausenlos an irgendwelches blödsinniges Denken, Lateinvokabeln, Mathematikaufgaben. Denken Sie doch einfach an Lateinvokabeln und dann schaffen Sie es schon. Dann stand die ganze Klasse da, hat gesungen und alle dachten an irgendwas, nur nicht ja, an das, worum es ging, nämlich die Selbstergriffenheit, die Unterwerfung unter ein kollektives Trauma oder was immer damals uns beherrscht hat. So ging es mit dem Gedichtelesen. Man war völlig perplex, dass jemand, Adorno hat das ausgedrückt, nach Auschwitz Gedichte zu lesen, ist nicht möglich, außer man produziert Kitsch. Hölderlin lesen war nicht möglich. Also hier, das bezieht sich auf eins der wunderbarsten Gedichte von Hölderlin, nationales Pathos, Tremolo, alles drin, Hälfte des Lebens. Man sieht einen Dorfteich, Birnenbäume und Weiden überstehen das Wasser so leicht, da drin die Schwäne und dann heißt es Hälfte des Lebens, dass die Schwäne trunken das Haupt ins heilig-nüchtige Wasser tunken. Ja? Und trunken tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchtige Wasser. Für einen deutschen 17-Jährigen war das nur noch Zusammenbruchs. Das konnte man überhaupt nicht mehr aushalten. Das war völlig undenkbar. Was sie auch nahmen, Gedichte, Nationalhymnen, Zeilen oder intensive Appelle an das menschliche Gemeinschaftsgefühl, alles war verseucht. Es war völlig undenkbar, dass man das verwenden konnte. Die einzige Möglichkeit, sich darauf einzulassen, war eben der Kitsch. Hier sehen Sie, wie die Schwäne das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser tunken. Auf diese Weise wird es dann tatsächlich aushaltbar. Das heißt, Kitsch ist eine der mächtigsten Formen zur Bewältigung von Gefährdungen des Gemüts, also der Verlust der Kontrolle über die eigenen geistigen Fähigkeiten durch Hingabe an irgendetwas, den Appell der Götter und den Ruf der Nationalhymne oder was auch immer zu widerstehen. Zum Beispiel hier mit der Technikgeschichte, Mediengeschichte,
verbunden, einen Wahrnehmungseffekt, den der Geist, der menschliche Geist, noch nicht identifizieren konnte vor ungefähr 1840er Jahre, 50er Jahre, 60er Jahre. Warum? Weil es keine Optiken gab, die sich schnell vor einem Objekt bewegten oder ein Objekt, das sich schnell vor einer stehenden Optik bewegt, also dieser Wischeffekt. Ja, gab es auf der ganzen Welt nicht. Warum eigentlich nicht? Obwohl ja Menschen schon schnell gelaufen sind. Ja? Wieso haben sie diesen Wischeffekt vor der Erfindung der Fotooptik nie gesehen? Weil, das sagt dann der McLuhan, die Wahrnehmung dieser Effekte von ihrer medialen Ausprägung und Repräsentation abhängig ist. Also vor der Fotooptik konnte man so einen Effekt nicht wahrnehmen, weil er medial nicht darstellbar war. Und dann sagt er, jedes Medium ist im Hinblick auf seine neue Leistung dadurch begründbar oder bewertbar, einschätzbar, dass man das Medium benutzt, um das Vorgängermedium, in diesem Fall die Malerei, in besonderer Weise würdigen zu können oder umgekehrt, wie hier zu sehen, die Malerei nutzt, um den Effekt der Fotografie in besonderer Weise schätzen zu können. Was macht der Richter? Er korrigiert eine historische Enteignung der Maler durch die Fotografen. Bis 1860 ging jeder, der sich porträtieren lassen wollte, zu einem Maler. Der setzte auf einen Stuhl, dann war eine Palme und ein Wedel und hier die Frau und da die Kinder. Es war ein feststehendes Ritual, in dem das ablief. Dann wurde die Fotografie massentauglich einsetzbar. Man hat die Porträts von Fotografen machen lassen und die Maler verloren ihre Einkommensquelle. Sie wurden sozusagen enteignet von einer medialen Leistung durch die Erfindung eines neuen. Und hier wird der Effekt rückgängig gemacht, indem jetzt Richter als Maler den Fotografen zeigt, was sie eben nicht konnten in dem Einsetzen dieses Mediums. Ja? Das heißt, den Bildeffekt nämlich als malerisches Phänomen wahrzunehmen, selber auszudrücken. Das können Sie überall nachprüfen, gucken Sie sich mal Fotos an, die diesen Effekt bezeugen. Wichtig ist, dass der Richter in zwei Hinsichten jeweils gleich intelligent denkt, nämlich einmal sozusagen vom Konzept her, von den Ideen des Künstlers her und andererseits von der handwerklichen Realisation als Malerei. Das ist gar nicht selbstverständlich. Seine Aufgaben bestehen in diesem merkwürdigen Zusammenführen von künstlerisch-konzeptuellen und malerischem Arbeiten. Es gibt viele Leute, die großartige Künstler sind, saumäßige Maler. Sehen Sie Magritte. Als Maler eine absolute Null, als Künstler ein Ass. Umgekehrt, es gibt Leute, die sich als Maler bewährt hatten, wie Duchamp, die dann aber erklärten, dass ihnen diese Seite des Tuns gleichgültig geworden ist. Sie wollten nur noch konzeptuell arbeiten. Das ist da drüben zu sehen. Da geht der Richter auf Duchamps berühmte Entscheidung ein, Farben, die industrielle Anbieter nach Katalog mit Identifizierungsmerkmalen, also hier wäre A, B, C, A1, A2, B1, B2 und so weiter, anbieten, durchzutelefonieren und zu sagen, ich telefoniere meine Bilder, indem ich die Farbangebote der Firmen jetzt dem Drucker gleich so weitergebe. Das hat zwar konzeptuell, künstlerisch-konzeptuell einen gewissen Reiz, Bilder zu telefonieren, kann jeder nachvollziehen, zumal wenn das 1915, 16 war. Aber das, was mit dem Bild gemeint war, nämlich der Differenz zwischen der rein konzeptuellen und dem malerischen, also die Komponente des malerischen Realisiertens, die wird dabei eben verschwinden. Und so ergänzt jetzt hier der Richter das Konzept von Marcel Duchamp, indem er das, was er gemeint hat, tatsächlich malerisch realisiert. Ja? Es ist die malerische Realisation, die Duchamp nur als Konzept entwickelt hat. Wenn etwas nur als Konzept in der Welt ist, ist es zwar als Konzept in der Welt, aber es hat seine volle Wirksamkeit gar nicht erreicht. Das ist ja sehr ähnlich mit den Anstrengungen unseres Großhirns. Wir brauchen beide Ebenen, das Kognitive, das Erinnerungsvermögen, also alles, was spirituell im Kopf vor sich geht und der Möglichkeit, es zu kontrollieren. Das heißt, es muss als physische körperliche Gegebenheiten da sein. Deswegen spricht man von der Notwendigkeit zu inkarnieren, jetzt in Leib und Blut zu übernehmen. Ja, man übt etwas und dann geht es in Leib und Blut übrig, in Fleisch und Blut übrig und dann kann man es tatsächlich. Es muss aber in Fleisch und Blut übergehen, sonst kann man es eben nicht.
Also es reicht nicht kognitiv, da etwas zu entwickeln. Es muss in Fleisch und Blut übergehen, es muss verkörpert werden können, es muss als Rolle dargestellt werden. Deswegen sagt Trichter, es muss auch das genialste Konzept von Duchamp wieder in die Verkörperungsschema-Malerei überführt werden, damit die Bedeutung dieses Konzepts überhaupt erfasst werden kann. Es hat also keinen Zweck, von Konzeptkunst in dem Sinne zu sprechen, dass jemand darauf verzichtet, etwas zu realisieren als Zeichengefüge und es nur zu denken. Oder umgekehrt, es gibt kein nur Denken. Wenn man das nutzen will, muss man es trainieren, muss man es einüben, muss man es nachvollziehbar machen und damit muss es verkörpert werden. Und das ist die eigentliche Kraft des Arbeitens von Künstlern, nämlich beide Seiten, das künstlerisch-konzeptuelle und das malerisch verkörpernde, realisierende zu entwickeln. Diese Konzepte sind nicht von Künstlern erfunden, sondern sind eigentlich von Natur aus vorgegeben. Die Fähigkeit nämlich zu erkennen, inwieweit unser Weltbildapparat Gehirn seine wunderbaren Leistungen dadurch vollbringt, dass es getäuscht werden kann. Das heißt, Erkennen ist auf Täuschbarkeit hin angelegt. Sie sehen da von Richter ein Naturschema für Täuschbarkeit als Tarnung dargestellt. Tarnung heißt in diesem Falle, die Striche des Tigerfelles beziehen sich auf den Lebensraum der Bambuswälder, sodass, wenn die Stangen so stehen, das Tier kaum als Kontur von Feinden erkennbar ist. Es wird also getarnt. Mit anderen Worten, es wird eine Art von Chamäleon-Effekt erzeugt, die alle realisierten Darstellungen im Hinblick auf die Frage prüfbar lassen, wahr oder falsch, also zum Beispiel essbar oder nicht essbar. Das sind Fragestellungen, die die Natur an uns richtet und die wir eben auch in unseren intellektuellen und geistigen Prozessen nachkommen muss. Wahr oder falsch, essbar oder nicht essbar beispielsweise. Oder wiederholbar und nicht wiederholbar, wie alle ethischen Fragen. Oder eben wie die ästhetischen Fragen, eine Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Gedanklichen und dem Ausdruck, dem Zeichen sind, also der kommunikativen Sphäre. In unseren Köpfen geht etwas vor sich, in Ihren Köpfen geht etwas vor sich. Wir müssen das miteinander verbinden. Wir fangen an, Gesten zu verwenden, Mimik, Sprache, Bilder, Zeichen und hoffen jetzt, dass auf irgendeine Weise Sie durch das, was ich Ihnen sage, darauf rückschließen, was in meinem Kopf passiert. Während ich aber versuche, das auszudrücken, was ich Ihnen sagen will, verändert sich das, was ich sage. Jeden Tag hier in, ich weiß nicht, wie vielfacher Hinsicht. Also ich mache die Erfahrung, dass ich gerade damit, dass ich mit Ihnen kommunizieren will, nicht das ausdrücken kann, was ich zu wissen glaube, sondern was sich aus der Notwendigkeit der Kommunikation gerade ergibt. Und Sie verstehen das heute so, morgen so. Mit anderen Worten, es geht um die Tatsache, dass wir uns verständigen, aber nicht verstehen können. Und die Verständigung reicht ja. Wir brauchen es gar nicht auf das Verstehen einzulassen. Stellen Sie sich mal vor, wir dürften in der Welt nur leben, wenn wir sie verstanden hätten, dann würden wir lange warten müssen. Aber sich in der Lebensumgebung zu behaupten, ohne sie zu verstehen, das ist eben mit dem Prinzip der Kommunikation ausreichend machbar. Ja? Das ist das Sensationelle der Natur, dass es uns ermöglicht, in Lebensumgebungen allen Lebewesen zu hausen, die wir gar nicht verstehen, in denen wir aber trotzdem kommunizieren können. Wir haben eben schon gesagt, dass die novalische Definition von 1800 einen gewöhnlichen Gegenstand, die Anmutung eines bedeutenden Sachverhaltes im mythologischen, historischen Kontext zu geben, als romantisieren bedeutet, dass man den Dingen eine völlig neue Würde, eine Bedeutsamkeit für einen selbst geben kann. Romantisieren. Hier sehen Sie, wie man das in der bildenden Kunst in den 60er Jahren so machte. Schreibmaschinen wurden durch die Klapeck'sche Darstellung verwandelt in Anmutungen, die Sie normalerweise mit Schreibmaschinen nicht verbunden haben. Oder solche Stanzmaschinen wie hier ergaben durch die Monumentalisierung allein eine Anmutung, die Sie eigentlich mit dem Charakter der Maschine nicht normalerweise verbinden. Das geht auf folgende, und auch die Romantiktheorie geht auf folgende Fragen zurück. Wenn wir heute nicht mehr den Göttern, sondern den Maschinen, wenn wir nicht der Schöpfung, sondern der Arbeit unser Überleben verdanken, dann ist die Frage, auf welche Weise die Maschinen und die Arbeit die gleichen Leistungen erbringen, die wir mit der Schöpfung der Welt durch die Götter oder Stiftung durch Religionsstifter anderer Art verbinden. Zum Beispiel
den Glauben an die Ewigkeit, den Gedanken der Dauer. Denn wir Menschen könnten nicht überleben, wenn wir nicht davon überzeugt wären, wir hätten eine Zukunft. Es gäbe einen Punkt, auf das alles hin verbindlich ist. Und dieser Punkt heißt Ewigkeit oder wie auch immer. Und da kam dann die entscheidende moderne Umschichtung aller Selbsterfahrungen der Menschen zu Zuge. In Deutschland gab es diese Bewegung schon länger, wie gesagt, seit 1800. In den 20er Jahren hat zum Beispiel Fritz Lang hier in Berlin den wunderbaren Film Metropolis gedreht, wo Sie sehen, dass die Maschinen plötzlich an die Stelle der Götter treten und der Verehrungskult und Dienst auf so eine Riesenmaschine ausgerichtet wird, die sich dann gleichzeitig als Moloch erweist und dem Jörg also als außerordentlich zwiespältige Kraft erweist. Warum diese Veranstaltung? Weil man erkannte, dass Arbeit und gestaltendes Erkennen, also das Bauen von Maschinen, zu einem viel höheren Maße das erreichbar machen, was wir eigentlich verlangen, nämlich die Zukunft zu haben beispielsweise, eine Herkunft zu besitzen oder Glauben an die Stabilität der Welt zu entwickeln, als es die Götter vermochten. Das ist eine ganz einfache Überlegung. Wenn wir uns angucken, wie etwa der jüdische Gott oder der christliche oder der muslimische oder buddhistische Vorstellungen die Ewigkeit stifteten, dann haben wir jetzt alttestamentarisch gesehen 3500 Jahre verlässliche Auffassungen, wie sie im Alten Testament vertreten werden, bei den Christen Neues Testament 2000 Jahre, beim Islam 1450 Jahre. Aber was ist schon 1450 Jahre Gewissheit im Sinne der Verkündigung Allahs an die Menschheit durch Mohammed im Vergleich zu den 14.000 Jahren Halbwertszeit, den jede dieser Maschinen spielend produziert, etwa als atomarstrahlender Müll, als Produktabfall von dem, was die Maschinen ermöglichen. Mit anderen Worten, wenn man übertritt aus den Schöpfungsvorstellungen, die uns bisher getragen haben, in die Arbeitsvorstellungen, dann kommt man in einem höheren Maße zu dem, was die Menschen eigentlich erreichen wollten. Es geht nicht mehr um das Glauben, sondern es geht um das Wissen. Das heißt, die Verbindlichkeit der Orientierung auf die Welt. Verbindlich ist das, was man jenseits des Dafürhaltens, des Glaubens einhalten muss. Es ist nicht verbindlich für mich, kann es auch anders machen, ob ich nun an den christlichen, jüdischen oder sonstigen Gott glaube. Aber es ist absolut keine Glaubensfrage mehr, ob ich mich der allgemeinen kultischen Verpflichtung aufs Containment von strahlendem Müll einrichten muss. Es ist nicht mehr eine Frage von ein paar tausend Jahren Gewissheit, sondern von 14.000 Jahren für schwachstrahlenden Halbwertszeit, 25.000 für Mittel und 40.000 für starkstrahlenden Müll. Es gibt also einen neuen Kult und das ist jetzt das Resultat sozusagen der ganzen Überlegung. Wo man bisher glaubte, dass die moderne Arbeitswelt, die moderne Maschinenwelt, die alten religiösen Gewissheiten auflösen, dass alles relativ wird, dass es kein Halten mehr gibt, dass alles beliebig geworden ist, ist faktisch genau das Gegenteil eingetreten. Alles ist jetzt viel höher als je zuvor auf den verbindlichen Kult am Containment des strahlenden Mülls ausgerichtet, das heißt Ewigkeitsdienst. Man kann glauben oder nicht glauben an den christlichen oder islamischen oder sonstigen Gott, aber man kann nicht an die Notwendigkeit glauben, sich vor strahlenden Müll zu bewahren, sonst landet man eben so. Mit anderen Worten, diese gesamte Bewegung der Künste auf das Arbeitspensum und die Maschinen hin bedeutet, dass sie in einem höheren Maße uns Verbindlichkeit in die Welt bringen, als alle Glaubensüberzeugungen, das je in Kulturen bisher geleistet haben. Es ist also das Gegenteil von dem, was alle meinten. Alles relativ hieß eben nicht beliebig, sondern relational in Bezug auf andere. Es ist gerade nicht alles möglich, alles geht. Nein, es hieß, alles geht, und wenn es nicht geht, geht es eben nicht. Das ist die Konsequenz. Also heißt es, wir gewinnen eine Art von Verbindlichkeit im Hinblick auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, das bisher keine Religionsgemeinschaft, keine Kulturgemeinschaft gestiftet hat, sondern eben etwa der notwendige, unabdingbare Kult am strahlenden Müll. Es ist also eine evolutionär höhere Stufe erreicht, wenn wir die Ewigkeitsstiftung durch die Resultate unserer eigenen Arbeit annehmen, anstatt durch die göttliche Offenbarung.
Und das macht eigentlich die Evolution oder die Entwicklungsgeschichte der modernen Industriegesellschaften so interessant. Gegen die Auffassung von jedem Feuilleton-Journalisten, jetzt sei kein Halten mehr, jetzt sei alles beliebig, ist genau das Gegenteil eingetreten. Und der Vorschlag lautet, seit den Romantikern, setzt also neben die Kathedrale, neben die Moschee und neben die Synagoge auf den Marktplatz das Containment für den strahlenden Müll, damit ihr wisst, was eure Zukunft garantiert, was Ewigkeitsstiften im Sinne des Wissens und nicht des bloßen Glaubens darstellen. Also evolutionär sozusagen ein bedeutender Schritt in der Entwicklung eines Weltbildes, das ganz gegen alle Annahmen nicht relativistisch ist, nicht beliebig ist, nicht der allgemeinen wohlfälligen Entscheidung überlassen bleiben kann, sondern verbindliche Forderungen an jedermann stellt. Also die Ausstellung selber ist die Geschichte der Inanspruchnahme des grundgesetzlichen Artikel 5.3, nämlich Freiheit von Kunstwissenschaft. Da steht nicht Freiheit von Unternehmer, Freiheit von Bürgermeistern, Freiheit von Juppies, sondern steht Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Das ist Artikel 5 Absatz 3. Wenn das eine Bedeutung gehabt haben soll, muss ja rekonstruiert werden, wie man sich jeweils auf die Indienstnahme dieses Artikels berufen hat, um Skandalfälle, Prozesse zu beenden. Also jedes Bild, das hier gezeigt wird, jede Werkeinheit steht an irgendeinem Zeitpunkt im Fokus öffentlichen Interesses als Angeklagte, der Künstler, wegen Pornografie konfisziert das Werk oder wegen Politpropaganda oder Neonazismus, werden wir gleich sehen, am laufenden Bande, am wirklich laufenden Bande. Und die Geschichte zeigt also, so harmlos wie die Bilder aussehen, die eigentliche Geschichte der Auseinandersetzung um die Kunstfreiheit und Wissenschaftsfreiheit. Hier ist ein berühmtes Fallbeispiel, sagen wir mal nur Mitte der 60er Jahre. Dominiert in Berlin ein Skandal um Baselitz. Dies ist eine spätere Rekonstruktion des Bildbegriffs, also der Ikonografie, also der Bildgeschichte, eine spätere, nämlich erst vor 5 Jahren entstanden, von Baselitz selber, aber im Kern durchgehend richtig. Ein Junge erigiert ein riesiges, dinosaurierhaft anmutendes Glied, aber der wichtigste Punkt ist, er trug unter seiner Nase das Dienstzeichen des Absoluten. Das heißt, es gab eine Auseinandersetzung um die Frage, ist das Sexualpornografie oder ist es Politpornografie? Dies sprach für Sexualität und das für Politik. Nun wusste man aber, dass viele der Schlechter in KZs etc. ja gerade auf der Ebene ihrer Machtdemonstration als Kapos Sexualität praktizierten. Hier ging es also um den Hinweis von Baselitz, viele der Gewalttätigkeiten, Vergewaltigung von Frauen und so weiter, entstehen eigentlich aus diesem Hoheitszeichen des Absoluten. Das schwarze Quadrat von Malevich hatten sich die drei 1889 geborenen Herrschaften Hitler, Heidegger und Chaplin gleichermaßen um die Nase geklemmt, um zu zeigen, von jetzt ab ist das Diktat, unter dem wir arbeiten, Reflexivität, wissen Sie, was das heißt? Selbstbezüglichkeit, ja? Im Sinne von der Führer führt uns und der Heidegger führt den Führer. Ja, Lehrer, Linie ist der Lehrer, der Lehrer und so fort. Das heißt also im Sinne einer Rechtfertigung durch Selbstbezüglichkeit. Das heißt also, wir sind harte Männer, weil wir selber harte Männer sind, können wir anderen auch die Härte zumuten. Ja? Also hier ist das Ethos da, wir sind stärke, kräftige Männer, wir, ja, wie die Mafia. Kant, großer Versuch, was du nicht willst, das dann mir tu, das füge auch keinem anderen zu. Daraufhin sagen die Ganoven, da schlag doch zu. Mir macht es nichts aus. Ja? Was du nicht willst, ich will, dass du mit mir klopfst. Wir haben eine ganze Bande jedes Wochenende, die schlagen sich wechselseitig die Knochen kaputt. Also was heißt da kantisches Ethos, was du nicht willst, dass man dir tut? Die wollen ja, dass man es ihnen tut. Also wir sind hart, also können wir auch damit gerechtfertigt allen anderen dieselbe Härte unterwerfen. Das ist das Kriegerpathos. Man selbst rechtfertigt sich dadurch, dass man das tut, was man anderen zumutet, natürlich als Täter. Das ist dann der Haken. Also kam es hier um die Frage, wie hat Chaplin das in der große Diktator 1939 entwickelt, bezogen auf Heidegger und auf Hitler. Der Chaplin hat das ganz genau analysiert, 1939, noch vor Österreich-Anschluss, das wusste er nämlich noch gar nicht, und vor Einmarsch in Polen. Und er hat dann dieses Thema durchgespielt
der große Diktator ist wirklich die intelligenteste Art der Aufarbeitung, so dass die Amerikaner glaubten, er hätte einen Film über Amerika gedreht, weswegen sie ihn rausschmissen. Denn Chaplin war Engländer und daher kriegte keine weitere Erlaubnis, in den USA zu leben. Er hatte ja United Artists gegründet, um sich der Propaganda der amerikanischen Industrie zu entziehen. Hat ihm nichts genützt, er wurde rausgeschmissen, weil er den Film über Hitler gedreht hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? Jemand wird in den USA, man kann sagen, faktisch erledigt, weil er einen Film über die Mechanismen der Macht in Deutschland. Da hatten natürlich alle Amerikaner gesehen, oh, der hat was von uns verstanden. Ja? Und deswegen müssen wir ihn sofort aus dem Verkehr ziehen. Was waren nun diese Mechanismen? Sie können ja sehen, hier ist das Schema der Ablenkung gegeben. Man glaubt, es ginge um Sexualpornografie. In Wahrheit geht es um etwas ganz anderes. In der damaligen Zeit hat man zum ersten Mal verstanden, dass die Brust eines Generals mit 1000 Orden bekleckert pornografischer sei als sämtliche Genitalien aller nackten Frauen, die in Berlin Liebesdienst machen, zusammengeboten werden konnten. Das heißt, man übertrug das System auf dieses anprangende, ableitende System von der Sexualität auf die Politik, auf die Wirtschaft und fragte sich eigentlich, was bedeutet das pornografische Bildschema, wenn ich eine Warenverpackung ansehe, ja, wo mir durch das Bild um die Wahrung herumgewickelt ein bestimmter Impuls, nämlich zu handeln. Das ist wieder bei der Pornografie eine Wirkung, die den Impuls entzündet, zu handeln. Also pornografische Bildwirkung bei Verpackung heißt zugreifen, fressen, aneignen und so weiter. Oder auch stehlen und aneignen. Jedenfalls ging es um diesen Mechanismus. Heraus kam Folgendes in einem Grundsatzprozess, der dann Ende der 60er Jahre zur Veränderung des Pornografieparagraphen geführt hat. Nicht derjenige ist der Pornograf, der die Bilder anbietet, sondern der sie nutzt. Schwedische Geistliche hatten sich beschwert, Schweden galt damals als die sexual befreite Nation, dass es in schwedischen Hotels ausliegende Bücher und sogar schon eingespielte Fernsehvideos gab. Noch nicht dieses System, aber Kassetten, wo man Video sehen konnte, Pornografie. Und da hat natürlich der Richter gefragt, meine Herren Geistlichen, woher wissen Sie denn das? Ja, na, wir haben es natürlich gesehen. Ja, wieso haben Sie es denn gesehen? Ja, wir müssen doch kontrollieren, was die anderen sehen. Ne? Und dann hat der Richter gesagt, also Prinzip nicht verstanden, von jetzt ab, Sie sind die Pornografen und nicht die Anbieter. Das war dann die Geschichte. In Berlin ging es folgendermaßen, da bleibt treu Straße, stockelte eine Doktorin der Philosophie, die hatte ich 1966 in einem Stück Die Blaue Illustrierte vorgeführt, mit Goldlamé-Kleid und Laszivitäten, die war aber wirklich eine echte Philosophin. Die stöckelte da über die Straße und drei wilde Testosteronkrieger, also Jugendliche zwischen 17 und 25, sagten sich, wenn eine Frau sich so präsentiert, Jane Russell-Büstenhalter, gemacht, Schmink, Mini-Mini-Röckchen und so weiter, dann will sie, dass man zugreift. Die haben natürlich auch sofort zugegriffen, einem Haus voller der Bleibtreustraße sind sie gleich über sie hergefallen. Da das aber ein Versuch war, um diesen Pornografiedisput zu beeinflussen, und am Ende hat das ja auch gewirkt, kam es zur Anzeige. Und nun musste vor Gericht bewiesen werden, dass Männer selbst dann nicht das Recht haben, jemanden als eine beliebig hantierbare Gelegenheit zu benutzen, der so auszusehen scheint. Und da musste der Öffentlichkeit zum ersten Mal klargemacht werden, was ästhetische Operationen sind. Und damals kam ich dann als Gutachter in den Prozess zu folgendem Beispiel. Wenn jemand sich verhält wie diese jungen Männer, dann würde es bedeuten, dass sich jemand auf Pilze in der Art, wie wir sie als Champignons kennen, stürzen würde, weil er sagt, das sieht so aus wie ein essbarer Pilz, ich fresse es. Der Pilz hat aber auch eine andere Beziehung seiner ästhetischen Erscheinung zur Wahrheit, nämlich er ist giftig und heißt Knollenblätterpilz. Das heißt, wer so sich verhält, rechnet damit nicht, dass die Erscheinung einem anderen Wesen zugerechnet wird. Also muss man jetzt lernen, Wesenerscheinung zu trennen und die ästhetische Operation der Unterscheidung zwischen Zeichen und Bezeichnung herzustellen. Das war natürlich ein toller Grundkurs und das gelang dann eben auch hier in Berlin, vor allem Hilfenahme dieser Bilder von Baselitz, nämlich der sogenannten Heldendarstellung. Denn die Öffentlichkeit, man sagt dann die Neokonservativen, aber da ist man sehr vorsichtig, da habe ich die Konservativsten auf der linken Seite gesehen, also da ist sehr fraglich, ob man sowas benutzt. Man sagte, man kann Menschen nicht zumuten, dass der Einsatz fürs Vaterland
Dolce et decorum pro patria mori, dass die Leute, die gutgläubig ihr Leben gaben, am Ende als diese Art von kindischer, jugendlicher Wichsfigurenveranstaltung genommen werden. Und das Schlimme war ja, dass Herr Loriot das Stofftierchen hier, das Entchen, in den Film kopierte und dann zeigte, nein, es sind nicht nur die deutschen Helden des Zweiten Weltkriegs, die großartigen SS-Männer, die für das Vaterland und die Führer gestorben und gemarschiert waren, die am Ende so dastanden, sondern es sind auch die neuen Direktoren. Zwei Direktoren begegnen sich im Hotel und wollen baden in derselben Badewanne. Und es geht der Streit um die Frage, ob der eine das Quietschentchen mitnehmen kann oder nicht. Kennen Sie doch, ja? Loriot? Nein? Doch, na also. Das ist der Ursprung für das Quietschentchen von Loriot. Der hat das dann gleich übertragen und demonstriert, das geht um grundsätzliche Aspekte. Also der abgehalfterte Held. Und es war dann die Frage, wie kann man das rechtfertigen? Und da kam man wieder zurück zum Bild 1 in der ganzen Ausstellung, nämlich zur Demonstration der kaputten Krieger, Stumpfkrieger, ja, Arm weg, Bein weg etc., die da vorne im Eingang gleich von Karl Hofer gezeigt werden. Nämlich erst der kaputte Held ist der Repräsentant der Menschheit, so wie erst der am Kreuz leidende Jesus der Ausdruck für den menschlichen Generalzug, also damals nannte man es existenziell, ist. Und da kam diese berühmte Demonstration, Josef Beuys trat auf und sagte dem Richter, ich denke mit dem Knie, haben Sie es nicht verstanden? Nein. Dann sagte er, werde ich es Ihnen erklären, Herr Richter. Schauen Sie mal, auf Griechisch heißt das Knie Gnu. Und der Krieger zeigt zum ersten Mal, wenn er getroffen wird, eine Reaktion, indem er ins Knie bricht. Ja, das Knie ist aber die Bezeichnung für den Genus. Genus heißt das Geschlecht der Menschheit. Das heißt, die Menschen werden dadurch gekennzeichnet, dass sie diejenigen sind, die, wenn sie verwundet werden, ins Knie brechen, also zum Tode hin ihr ganzes Leben organisieren. Also war das hier der Ausdruck existenzieller Reduktion auf das Wesen des Menschlichen, nämlich Leben zum Tode. Der Held ist der, der die Niederlage erritten hat. Da sagt der Donnerwetter. Jetzt können wir endlich wieder Heldenverehrung betreiben. Ja? Die Leute, die von den antiken Dramen bis 1965 pausenlos das Elend der Welt und Jesus Christus steht da ja nur als Leitfigur. Jetzt haben wir plötzlich wieder einen Zugang zu den Helden. Gucken Sie im Theater nach. Von da ab, jede Bühne, Schaubühne am Strahlischen Ufer und so, pausenlos nur die Grandezza des gescheiterten großen Helden. Am laufenden Meter, von der Antike angefangen. Am Ende war es so, dass die Leute nur noch darauf warteten, scheitern zu können oder heute heißt es, Opfer zu werden. Ja, wer Opfer war, war damit schon gerechtfertigt. Denn das Opfer, die Ohnmacht, die Erfahrung, das Leiden ist der Adel der Menschheit. Es führte so weit, dass die Leute untereinander Opfer-Competitions angerichtet haben. Ja? Wer ist das größere Opfer? Wer kriegt das beste Denkmal? Wer hat das größte gelitten? Etc. Was natürlich für sich gesehen verständlich ist in dieser Auseinandersetzung, gerade unter diesem Hintergrund. Aber nichtsdestoweniger ziemlich riskant. Hier ist einer der größten Helden der 68er-Bewegung, was diese Prinzipien anbelangt, eben besagter Immendorf, dessen zentrales Werk wir im Hof eben schon gesehen haben. Der war damals ein junger Mann aus der Klasse von Beuys. Also Sie sehen, wie der junge Mann auftritt in den Bürgersteigen in Bonn. Er verweist auf Popart, Neuer Realismus, Konzeptart etc. und fragt jetzt, auf welche Weise wird das hier wirksam, wenn dem auf der anderen Seite die politische Wirksamkeit nach diesem Schema demonstriert wird. Und die Antwort hieß, es ist genau dieselbe Weise. Beide halten eine Monstranz hoch, beide bekunden durch Demonstranz, dass das, was gemeint ist, auch bekundet werden kann als wichtig und bedeutend. Es geht also darum, jetzt im Museum die Demonstranten zu versammeln. Das sind gerade eben Sie hier, denn Sie sind jetzt die Repräsentanten der Öffentlichkeit, die bekunden, was hier einer mit den Bildern macht, können Sie beobachten, um daraus was zu lernen. Ja? Denn man geht ins Museum nicht, um Bilder zu sehen, sondern um Menschen in Beziehung auf Bilder zu sehen. Beobachter zweiter Ordnung nennt das der Luhmann die Soziologie. Sie beobachten mich, wie ich damit umgehe. Das ist der Lerneffekt. Und dann machen Sie so lange nach, bis Sie es eigenständig können. Das, ja. Also tritt jetzt das Publikum ins Museum oder die Leute zählen plötzlich den Erfolg. Das heißt, plötzlich fängt man an, 65, auch bei der Überlegung zur Umweltrendite etc., fängt man an zu sagen, wie ist die Einschaltquote? Das hat es früher nie gegeben. Plötzlich wird es wichtig, wie viele Leute dafür sich zur Verfügung stellen, Einschaltquote. Plötzlich wird die Tiefenwirkung danach gemessen, wie viele die Demonstranz bilden.
Ärzte ziehen mit einem Plakat rum, da steht 6% mehr für die Krankenschwester. Das ist ja eine vernünftige Botschaft, die eigentlich wahr ist, ob da 6 hinterherlaufen oder 60.000. Aber alle wissen, wenn 60.000 Demonstranten da hinterherlaufen, ist die Monstranz, also das Schild mit der Botschaft, unendlich viel gewichtiger als eben im gegenteiligen Falle. Das hat er alles systematisch untersucht, zum Beispiel eine berühmte Geschichte. An der Bannmeile in Bonn zog er mit kleinen Bauklötzchen auf, hatte sich so ein kleines Spieljäckchen gemacht, so wie ein Kind, das eben plötzlich vor dem Bundeskanzleramt fängt, statt zu spielen. Mit Klötzchen, wie die Kinder. Hat er so eine Lidl-Stadt aufgebaut, also die kleine Little-Stadt, ja, Lidl aufgebaut, und dann hat er gespielt und dann kam die Polizisten und sagt: Moment, hier ist Bannmeile, was machen Sie denn da? Ja, ich spiele hier. Ja, was spielen Sie? Ja, Politik. Einüben in das große, ich möchte auch mal Bundeskanzler werden, jetzt übe ich hier schon recht kräftig. Und da sagen, ja, das ist ja alles ganz schön, aber wir müssen mal kontrollieren, ob Sie da nicht vielleicht unlautere Dinge tun. Da wurde es abgeklopft, ist da was drin, Metall? Nein. Und dann hat er eben immer so die Geistesgeschichte durchexerziert, also Popart, Neuralismus, Konzept etc., indem er diese Konzepte mit seinem kleinen Baukasten nachstellte. Zum Beispiel die berühmte Parallelaktion, also eigenes Gehirn und das Gehirn anderer. Parallelaktion, Robert Musil in Mann ohne Eigenschaften. Daran gibt es eine berühmte Geschichte, die er immer nachgespielt hat. Nämlich eine Gruppe von intellektuell bemühten Bürgern will einen Frauenmörder retten. Warum? Weil er handwerklich als Schreinermeister ausgewiesen war. Das ist verdächtig nahe bei der Tätigkeit von Josef, ja. Also vermutete man, er könnte vielleicht ein neuer Messias sein. Es ging also um die Befreiung dieses neuen Messias, der ja als Leidender, wie Christus, in der Irrenanstalt, verurteilt zum Tode und so fort, die Menschheit repräsentierte. Das war ja gerade Haken. Jetzt passiert da folgende Geschichte. In 1972 gibt es, das war hier Anfang der 70er Jahre, gibt es folgende Situation. Die italienischen Psychiater fragen sich, und das hat einen irrsinnigen Aufstand gegeben, kann man nicht einfach die Psychiatrien auflassen? Robert Musil hat das ja vorexerziert, wie es damals lief. Die Ordinarien, damals hießen die Primar in Österreich, haben sich überlegt, wir machen einfach die Irrenanstalt auf. Was passiert? Gar nichts. Also, was brauchen wir das? Die Italiener machten das nach. Und er kam richtig rein mit seiner Demonstration in die erste Debatte, sollen wir nicht einfach die Psychiatrie aufmachen? Was sie ja 6 Jahre später auch getan haben. Ganz berühmter Fall der Auseinandersetzung 68. Und das hat er dann nachgespielt, nämlich Anekdoten dazu. Wie bei Musil, der Herr Primar überlegt mit seinen Co-Fratres, Co-Ärzten, wen sie aus der Irrenanstalt entlassen können, um zu erproben, ob es nicht viel sinnvoller ist, die Leute in der Gesellschaft zu heilen, als in der Anstalt. Dann sagen sie, ja gut, Herrn Meier, den entlassen wir. Gucken Sie mal, da geht er gerade. Oh, was macht denn da? Der läuft ja mit einem Bindfaden über den Hof und am Bindfaden hat er ein Stück Holz und schleift am Bindfaden. Uiui, da haben wir uns wohl geirrt, das ist wohl kein Fall für die Freiheit, müssen wir gleich mal nachgucken. Der Herr Primar geht runter und sagt, na Meier, führen Sie Ihr Hündchen aus? Da sagt der Meier zu dem Primar, aber Herr Primar, sehen Sie denn nicht, dass das ein Stück Holz ist? Da sagt der Primar, mein Gott, wir sind sensationell erfolgreich gewesen, der Mann ist völlig geheilt, realitätstauglich, er kann ein Hundstück Stück Holz kennzeichnen. Und während er noch zurückstürzt und sagt, Meier, Sie sind entlassen, ruft der Meier so hinter sich auf das Stück Holz und sagt, na Pfiffi, den haben wir aber reingelegt. Ja? Ja, solche Geschichten hat er da aufgeführt, als Theatermann vor dem Zaun. Und das war ja gegenüber dem Museum, in dem das Grundgesetz entworfen worden war, ja? Ein Naturkundemuseum. Sodass das Grundgesetz im vollen Bewusstsein eigentlich evolutionsgeschichtlich auf der Basis dessen, was in dem Museum ausgestellt wird, nämlich Naturkunde, entstanden ist, seine Macht entwickelt hat. Ich habe bei Carlo Schmitt ja noch studiert und habe von ihm noch erfahren, wie es zu dieser Formulierung von 5.3 und Artikel 89 gekommen ist. Der wichtigste Artikel, der je in irgendeiner Verfassung der Weltgeschichte aufgetreten ist. Hier sehen Sie schon mal den nächsten Kollegen von Herrn Baselitz, nämlich Herrn Lüppertz, der diese Geschichte mit dem Format sofort aufgreift und sich überlegt, auf welche Weise der jetzt so ein Regelrecht provozieren kann, nämlich die dummen Funktionäre, die sagen, alles, was über 1,80 ist, ist inhuman. Human ist nur bis 1,80. Und das ist das Resultat.
umso wichtiger, als ostentativ ein Motiv gewählt worden ist, das keinen Menschen interessiert, schon gar nicht für eine Monumentalanlage. Nämlich entweder Starenkäste oder Tunneleingänge, so wie später Kippenberger seine Tunneleingänge für die U-Bahnen in der ganzen Welt baut. Also, Frage, was soll denn das nun? Etwas, was noch nie bildwürdig gewesen ist, was überhaupt niemand gesehen hat und dann auch noch so stumpfsinnig hier aufgebaut, als sei das wirklich im Führerbunker als Wandschmuck. Aber was hat der Führer gewollt? Waren das die Fluchttunnel, die er anlegen ließ, um doch noch dem Schicksal zu entgehen? Was ist los? Lüppertz natürlich wunderbar gesagt, ja, dithyrambisch, das heißt lebend, feiernd, dem Dionysus-Prinzip, Äquivalenz zum apollinischen Prinzip, wirksam zu werden, ist natürlich dann nur möglich, wenn man mitten in der totalen Sinnlosigkeit oder eben Undifferenziertheit operiert. Das heißt, Dithyrambus im Sinne einer beseelten Schwingung, das ist der Swing, das heißt parallel prozedieren zwischen Hirn und Körper, im Sinne eines solchen Swing ist nur möglich, wie bei Swing, wenn man das völlig unabhängig von dem Motiv macht. Deswegen fing er an, den nietzschischen Dithyrambus, also die Forderung nach dieser Streckbewegung, Wäsche aufhängen, ja, Ballett des Gedankens, ja, das ist ja Steiner, fing er an, Spargelbeete zu malen oder Dachpfannen, Eternitpfannen. Lüppertz ist der genialste Maler von Eternitpfannen, es hat noch nie etwas Besseres gegeben. Grandios, warum? Weil das Dithyrambische, ja, das heißt, das, was auf Wiederholung aus ist und damit Glück spendet, denn alles Glück will Ewigkeit, also ist Wiederholung die einzige Form der Vermittlung von Glück. Und umgekehrt, solange sie noch etwas wiederholen kommen, sind sie noch lebendig. Sie altern oder kommen in Schwierigkeiten, wenn sie etwas nicht mehr wiederholen können. Noch einmal eine ganze Flasche Rotwein Grand Cru Classé austrinken und dann ist plötzlich Schluss. Noch einmal hinter einem jungen Mädchen herradeln und dann ist plötzlich Schluss. Und so, ja, dann, sobald man nicht mehr wiederholen kann, ist man nicht mehr Mensch und nicht mehr frei. Freiheit besteht nur darin, alles endlich mal wiederholen zu können. Das war die Nietzsche Entdeckung von der Ewigkeit des Wiederkehrenden oder umgekehrt des Prinzips der Stichtung von Ewigkeit durch das einführende Prinzip Wiederholung. So sah das aus, großartig gemacht. Hier sehen Sie einen zweiten Großprovokateur aller Widerwillen, nämlich Penck, der eigentlich Ralf Wingler hieß und seinen Namen von einem Leipziger Geologen ableitet. Dieser Geologen war Höhlenforscher und hat sehr viel beigetragen, um die logozifizierten Zeichen in der Höhle überhaupt identifizieren zu können, den Handabdruck und das, die Kurvatur eines Nackens und so fort. Aus Begeisterung dafür hat dann Wingler sich Penck genannt und mit diesem Namen, wie vielen anderen auch, TM als Serienname draußen im Hof zu sehen, hat er dann operiert und zwar als Künstler in der DDR. Er ist der Letzte. Vorher kam Uecker, Baselitz, Graupner, Polke, Richter etc. Die ganze Elite der DDR kam ja in die Bundesrepublik, er war der Letzte. Im Januar 80 wurde er rausgeschmissen und zwar mit Hinweis auf diese Geschichte. Wahl ostwärts heißt das Bild, das letzte, das er in Dresden gemalt hat. Nachdem schon die Stasi bei ihm eingebrochen war, das Atelier durchsucht hatte, die Bilder mit Farbspritzen vollgedeckt hatte etc. Wahl ostwärts heißt, ich gehe nicht freiwillig in den Westen, sondern ich werde ja rausgeschmissen, wie alle anderen auch. Biermann wollte auch nicht weg, niemand wollte weg. Sondern die wollten im Osten etwas anderes einrichten als es dann. Hier sehen Sie noch, wie jemand gerade hier südostwärts flieht, aufgehobene Arm, Kopfschema, Laufschema hier rüber. Aber das Kernstück der ganzen Sache ist, er interessierte sich also für Höhlenmalerei, für chinesische Schriftzeichen, also Bildschriften, für ägyptische Hieroglyphen und für die Statistik der Wirtschaft, Wissenschaftler, die 1930 ungefähr in Wien und Köln gleichzeitig ganz neue Bildsysteme für den Ausdruck von Bildstatistiken entwickelten. Zum Beispiel 1000 Mann sind eine Figur, 1500 sind dann anderthalb Figuren. Ja. Erfolg in der, es wird ausgedrückt von links unten nach rechts oben. Die Dicke des Balkens ist die Dicke des Erfolges und so weiter. Also hat er das 1965 in einem Werk, das heißt Standart, Standard, bei König in Köln publiziert, 65. Dann 72 an Dokumenta teilgenommen, dann 76 das Großprojekt mit Immendorf, Café Deutschland, durchgezogen, denn Penck ist immer der Partner von Immendorf in dieser riesigen Rekonstruktion der deutschen Geschichte. Als Café Deutschland konnte hier aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. Aber Immendorfs zentraler Bau in der Mitte ist ja großartig genug. Und dann hat er mit dem Michael Werner, einem Galeristen aus Köln, ständig kooperiert. Man konnte ihm sozusagen nichts anhaben, trotz dieser Geschichten. Sitte kam ja endlich nach 68 zu unserer Hamburger Hochschule,
Wir wollten wissen, wie er Kulturpolitik denn nun rechtfertigt. Das endete mit einem Fiasko. 1972 bei der Documenta gab es einen Skandal. 1977 hat er ja verboten, dass die DDR-Leute, die wir alle eingeladen hatten, überhaupt ausgestellt werden durften. Darüber gibt es eigene Publikationen über diese Phänomene. Also die Leute, die sich jetzt beschweren, hier gibt es keine DDR-Künstler, sollen gefälligst die Geschichte angucken, anstatt hier als Friedensgewinnler Stimmung zu machen. Penck kommt nun in die merkwürdige Situation, dass alle, die seine Schriftstandard nicht entschlüsseln konnten, die Stasi-Leute nämlich, von einem westdeutschen Designer, der für die Deutsche Bank ein Logo entwickeln soll, dieses Kästchen mit Diagonalstrich als Logo der Deutschen Bank vor die Nase gesetzt bekommt. Daraufhin sagt der Stasi, oh, jetzt wissen wir, was Penck ist. Jetzt entschlüsseln wir seine Standards als Aussagen. Prompt war der Akt rausschmeißen. Ja, obwohl der sich nicht das Geringste dabei gedacht hatte, sondern ganz andere Geschichten dadurch erzählt hat als eben diese. Wie gesagt, das Bild heißt Wahl für den Osten. Wie Biermann, wie Öcker und wie alle, können Sie sehen, Richter, Polke, Baselitz, nur zwangsweise rausgeschmissen worden, von sich aus gar nicht weg wollten, sondern umgekehrt in der DDR wirken wollten, so eben auch in diesem Falle. Und das ist die historische Wahrheit. So, als weiter.